live aus Berlin, die Elf-Freunde-Show der Rekorde. Mit Rätseln und Mitgewinnen, Spiel, Quiz und Spaß mit Ole Zeissler, Ronny Nicole, Christoph Biermann und vielen weiteren Stars der Rekorde. Und hier sind Ihre Gastgeber. Begrüßen Sie Tiziana Höll und Philipp Köstler. Hallo und guten Abend nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz. Grüezi, schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Philipp Köstler, Chefredakteur von Elf Freunde und an meiner Seite Tiziana Höll. Und wir werden gemeinsam durch eine etwa sechsstündige Show führen, die wir durch Drittelpausen unterbrechen werden. Denn es geht um ein großartiges Heft. Die Show der Rekorde und das passende Heft, das diese Woche rauskommt. Wir freuen uns sehr. Wir haben geile Spiele im Angebot. Wir haben tolle Leute, die mitgemacht haben, die aber auch live hier im Studio sind. Wir haben Stars, wir haben natürlich euch da draußen, die alle zuschauen. Wahrscheinlich die meisten Zuschauer, die wir je hier auf diesem YouTube-Kanal hatten. Und das will was heißen. Ja. Das will tatsächlich was heißen. Und alles natürlich entlang vom Elf-Freunde-Spezial-Rekorde, das in diesen Tagen sowohl bei den Abonnenten landet, als auch am gut sortierten Kiosk. Und wir werden, das muss man auch sagen, ganz, ganz viele Gäste haben, von denen man noch nicht ahnt, dass sie möglicherweise fußballaffin sind. Wir werden große Stars haben. Wir werden Game-Shows aus den 90ern, aus den Nullern und aus den 80er Jahren nachspielen. Worauf freust du dich besonders? Ich glaube am meisten natürlich schon auf die Game-Shows, aber ich freue mich auch auf Gäste und ich freue mich auf Prosecco, den wir gleich trinken werden. Ja, wir werden uns nach guter alter Tradition, wie schon beim Following Floor, unserer legendären Verleihung der größten Schwalben, der peinlichsten Stadionumbauten, der schlimmsten Sprüche der Fußballgeschichte und des letzten Jahres, auch heute wieder ordentlich Alkohol reinstellen und im Laufe dieser zwölfstündigen Sendung jede Form von Kontrolle verlieren. Wollen aber uns zunächst mal bequem machen auf diesem wunderbaren Auslegesofa hier, genau. Und werden dann gleich über etwas sprechen, liebe Tiziana, yes. Was gleichzeitig ein großes Vorurteil entkräftet, nämlich, dass wir auf dem Ostauge blind sind. Das heißt ja immer westdeutsches Magazin, ihr seid ja in der Bundesliga, Regionalliga, West, Süd, West und so weiter groß geworden. Aber tatsächlich haben wir ein großes Herz für den Ostfußball und da besonders für einen Club, den habe ich vor zehn Jahren besucht. Und damals war es so, in Magdeburg, wurde mir auch letztes Mal vorgeworfen, dass ich Magdeburg sage, aber ich sage jetzt auch mal Magdeburg. Da war in Magdeburg, das Vereinsarchiv bestand einfach nur aus zwei großen Kisten. Mhm. Und ich dachte, ey, was ist denn das für ein Archiv? Und meinten, ja, keine Zeit gehabt, das zu sortieren. Aber es gäbe ja sehr, sehr viel, an das man erinnern muss beim 1. FC Magdeburg. Ja, und wir haben einen ersten Beitrag für euch mitgebracht und da geht es um Bademäntel. Warum Bademäntel und Magdeburg miteinander in Verbindung gebracht werden müssen, das erfahrt ihr jetzt. Ost, Ost, Ostdeutschland. 32 Spiele im Europapokal der Pokalsieger. Also Magdeburg, davon habe ich in Bayern ehrlich gesagt noch nie was gehört. Magdeburg übrigens, ganz wichtig, legen die Leute Wert drauf. 32 Spiele im Europapokal der Pokalsieger. War nicht alles schlecht im Osten. Unfassbare Saison 1974 unter dem legendären Trainer Heinz Krügel. Fast nur Magdeburg an der Mannschaft auch. Das waren hier mit den Bademänteln, ne? Unter anderem Sparwasser. Sparwasser, das ist doch der Beckenbauer des Ostens. Seguin. Wolfgang Seguin, das ist doch der Beckenbauer des Ostens. Und im Finale den AC Mailand in Rotterdam mit 2:0 besiegt. War für mich, wenn man mich fragen würde, war das eigentlich die heimliche Wiedervereinigung? Ja, Wahnsinn. Ich meine, Obst hatten die nicht, aber Europapokalsiege, das ist Wahnsinn. Und ich bin auch noch richtig gerührt, der 1. FC Magdeburg 1974, das ist jetzt glaube ich 50 Jahre her sogar, kann das sein, nächstes Jahr? Müssten, ja, hast und recht. War echt tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt, das nochmal zu feiern, weil die ja so eine junge Mannschaft hatten, so eine monsterjunge Mannschaft, die alle aus diesem Bereich kamen. Das hatte man vorher, glaube ich, nur bei den Lisbon Lions gehabt, bei Celtic Glasgow. Die kamen ja, glaube ich, auch alle aus dem Sprengel rund um Glasgow. Und dann hat es der 1. FC Magdeburg nachgemacht unter Heinz Krügel. Und lass uns noch ganz kurz, weil wir gerade über den Osten sprechen, ich halte ihn schon in den Händen, natürlich mein liebstes Produkt aus dem Osten und ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich unseren ersten Gast dazu bitten, machen wir mal die Flasche auf, oder? Ja, wir haben auch kein Geld von Rotkäppchen gekriegt, auch nicht genau, von Frégenet. Genau, kein Product Placement heute, das ist alles einfach selber im Rewe gekauft, wenig glamourös. Ich stelle mir ein Start-up-Bier rein, kann ich auch machen, ne? Gut, okay. Das ist angeblich sogar mit etwas mehr Alkohol als, naja, also... Oh.
Regie. Ey, das ist jedes Mal so. Das ist jedes Mal so. Du kannst gerne mal eingießen. Also ihr merkt, das ist alles live. Das wollte ich auch noch mal kurz betonen. Heute alles live, also fast alles live. Wir haben wirklich auch, wenn wir sagen, wir haben mit 100 Leuten gesprochen, dann haben wir 100 Leute befragt. Das ist anders als beim richtigen Familienduell. Ich habe nämlich mal gehört, dass Werner Schulze-Erdl gar nicht 100 Leute immer befragt hat, sondern dass das die Redaktion gemacht hat. Ich halte das nochmal produktfördernd hier kurz in die Kamera. Das ist das Heft, Elf Freunde Spezial. Die westdeutschen Zuschauer werden es bereits erkannt haben. Das ist Gerd Müller, der damals, ich weiß gar nicht, wofür geehrt wurde. Auf jeden Fall ist das unser großes Rekordheft. 132 Seiten sind es sogar. Nur Rekorde, Bestmarken, wunderbare Superlative aus der Welt des Fußballs. Bevor wir unseren Gast, und das ist eine Union-Legende, dazu bitten, müssen wir kurz über die Saalwette reden. Ja, die Saalwette ist ja ein Klassiker von Wetten, dass. Von Tommy Gottschalk, Frank Elstner und Konsorten. Sind wir aber bei der Show der Rekorde, deswegen alles ein bisschen anders. Und ja, mein geschätzter Kollege Philipp hatte die tolle Idee, lass uns doch was machen, was interaktiv ist, was die Leute wirklich hierher führt. Ja. Neudeutsch Call to Action, liebe Freunde. Call to Action. Also, wir sind hier ja in der Gubener Straße 47a und alle Leute, die an der Saalwette teilhaben wollen, merken sich das schon mal. Gubener Straße 47a im wunderschönen Berliner Bezirk Friedrichshain. Und dort gibt es, wenn man in diesen Gewerbehof hineingeht, auf der rechten Seite eine große Wand, auf der wunderbare Metallschilder stehen, auf denen die ganzen Firmen, Pornoproduzenten, Start-up-Butzen, diverse kleinere Firmen, wo man nicht genau weiß, was die machen. Und wir, Elf Freunde, das Magazin für Fußballkultur. Das haben inzwischen auch all die Leute entdeckt, die in Berlin durch die Straßen marschieren und überall ihre Sticker draufkleben. Gibt es natürlich viele Herthaner, viele Unioner, manche auch von Tennis Borussia und sehr, sehr viele von Hansa Rostock. Also Hansa Rostock... Klar, oder? Ja, natürlich. Ja. Es gibt eine riesige Dependance von Rostocker Anhängern hier in Berlin. Und die pappen sehr, sehr gerne auf unser Schild, auf unser Elf-Freunde-Schild ihren Sticker. Und wir kratzen das natürlich immer wieder ab. Einer hat drüber geschrieben, das haben wir auch im Bild gesehen. Hansa ist super oder Hansa ist geil. Dann gibt es Herthaner, Unioner und so weiter. Das wird immer weiter gestickert, gestickert, gestickert. Gerade ist das Ding wieder einigermaßen frei, weil der Kollege Kirschner wieder gekratzt hat mit dem Schneeschieber. Aber wir haben gedacht... fordern wir doch mal unsere Zuschauer, fordern wir mal die Leser, fordern wir mal alle, die gerade in Berlin unterwegs sind, raus. Oder gerne auch aus Königs Wusterhausen oder aus Strausberg. Brandenburg ist erlaubt. Brandenburg ist auch erlaubt. Einfach mal in die Karre setzen. Wenn es jemanden gibt, der es schafft, innerhalb der nächsten Stunde, so lange wird das ja dauern, hier hinzukommen mit seinem Sticker und hier in die Sendung zu kommen und uns den Sticker zu zeigen, dann gehen wir hinterher gemeinsam runter und stickern das schön fett über Elf Freunde drüber. Und natürlich gibt es dann auch ein Heft für den oder die, der dann hierher kommt. Und wir müssen natürlich auch noch was machen oder die Redaktion. Ich sollte mir was ausdenken. Ja. Naja, wir haben überlegt, dass Jens Kirschneck, unser Redakteur, der hat so ein Arminia-Auto und wird deswegen doch immer sehr, sehr häufig verspottet, auch hier in Berlin. Der könnte 10-mal nackt in seinem Auto um den Comeniusplatz fahren oder auch angezogen. Ist das eigentlich aber abgesprochen schon mit ihm? Nein, oder? Er weiß davon nichts. Aber, liebe Grüße, liebe Grüße. Ja. Also ich sag so, er kann es auch angezogen machen. Aber auf jeden Fall soll er mal mit... Er kann dann mit der Fahne des jeweiligen, pass mal auf, wenn es ein Herthaner kommt, dann hängt er mit einer Hertha-Fahne raus und fährt 10-mal hupend um den Comeniusplatz. Und wenn ein Hansa-Fan kommt, dann mit einer Hansa-Fahne. Das wird ihm als Arminia-Fan sehr, sehr wehtun. Das ist unser Einsatz für die Saalwette. Die Zeit läuft ab jetzt, ich gucke mal drauf, es ist 20.24 Uhr. Die Saalwette gilt ab jetzt. Und jetzt kommt eine echte Legende. Und jetzt kommt eine echte Legende und ich freue mich da sehr drauf. Wir rücken mal auf unserem Sofa zusammen, denn niemand Geringeres als die Union. Man kann ja gar nicht sagen, er ist eine Legende bei Union, ich würde sagen bei Rot-Weiß Essen, hat bei Altglienicke gespielt, vielleicht auch beim BRK eine Legende und muss da Autogramme schreiben. Er ist auf jeden Fall hier, ein Ur-Berliner und einer der Großen von Union Berlin. Herzlich willkommen, Ronny Nicol. Die Dame? Oh, danke. Hallo. Hi. Das ist immer peinlich, wenn man das ist. Ronny, setz dich einfach mal hier noch am Boden. Genau. Nicht festkleben hier. Ja. Magst du ein Gläschen oder lieber ein Bier? Also ein bisschen prickelnd. Ja, kann schon sein, ist, ne? Ja. Genau, ich gebe dir das. Das gefällt mir doch. Halt mal dein Sektgläschen. So. Ich habe ja hier auch mein Bier, ich fülle das auch nochmal auf. Ronny, du kannst uns jetzt mal als allererstes nochmal kurz erzählen, wenn du an deine Fußballkarriere zurückdenkst, denkst du da spontan als allererstes an Union oder auch an Cottbus oder Altglienicke oder Rüdersdorf, wo du auch noch gekickt hast? Ja, es waren ja einige Vereine, aber der erste Gedanke ist schon Union. Ne? Da war ich halt auch am längsten 6 Jahre, habe einige Höhen, aber auch Tiefen mitgemacht. Und von daher ist für mich Union klar der erste Gedanke, den ich habe an meine Karriere und verbringe ja immer noch regelmäßig Zeit dort. Und deswegen ist Union ganz klar vorne. Wenn du die jetzt heute siehst, bist du ein bisschen, denkst du, ey, warum bin ich nicht jetzt da Profi?
Ja, ich habe schon mit meinem Papa geschimpft. Also das, das, also ich wäre gerne heute dabei. Das macht natürlich Spaß da, wenn man das alles sieht, wie sich entwickelt hat und wie die Mannschaft und der Verein das jetzt macht alles. Also geile Nummer. Ja, ich kann auch nur sagen, ich habe dich spielen sehen, noch 2002 in der alten Försterei, die damals das Prädikat alt auch noch verdiente, weil das war so eine großartige Bruchbude mit so einer Haupttribüne mit drei Plätzen ungefähr und diesen riesigen Stehplatzblöcken. Glaubst du, ist es schwer für Union, diesen alten Geist, wenn jetzt so viele sagen, hey, wie geil ist Union und wie super ist Union, ich will auch Karten haben, ist es schwierig, so einen Geist zu bewahren von damals? Es ist schwierig, denke ich schon, aber momentan funktioniert es noch. Ne? Sie haben wirklich, da, sie halten da an ihrer Linie fest und bleiben sich dann doch schon treu. Klar muss man gewisse Dinge verändern, ist ganz normal, weil sonst kann man da nicht mithalten, aber ansonsten, bisher muss ich sagen, machen sie es gut. Wunderbar. Bist du noch manchmal da? Ich bin eigentlich regelmäßig da. Wenn ich es zeitlich einrichten kann, werde wahrscheinlich jetzt auch Samstag wieder gegen Köln da sein. Also ein bisschen Angst eigentlich, dass du jetzt nach dann verlierst du in München und hast keine Chance, dass dann so ein bisschen irgendwie der Glaube an die eigene Unbesiegbarkeit so ein bisschen abflacht? Nein, glaube ich nicht. Ich meine, ich war auch sogar in München jetzt gewesen und war schon überrascht halt, wie viel Respekt sie dann doch hatten, gerade zum Anfang, und war dann doch eine eindeutige Sache. Aber ich glaube, die Jungs und der Trainer wissen das einzuschätzen, einzuordnen. Und Köln ist jetzt ein ganz anderes Spiel. Der Trainer von Köln ist auch ganz bekannt dort. Und von daher denke ich, wird es wieder ein interessantes Spiel. Und ich bin sicher, sie werden mindestens einen Punkt holen. Ja, sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Wir kommen zu unserer allerersten Gameshow. Und, zum Wohl? Erstmal, wir stoßen erstmal an, natürlich. Genau, und davor, dazwischen erst, erst mit der Dame, Ronny. Oh, 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 in die Augen. Und nochmal. In die Augen. So, genau. Ja, davor wollte ich aber noch ansprechen, du wirst ja auch gleich Kandidat in einer Gameshow sein, hier ich bin, live. Ich bin aufgeregt. Ja, ich bin aufgeregt. Ja, zu Recht vielleicht. und ja, wir wollen gerne euch mit einbinden. Und zwar schreibt gerne mal in die Kommentare, warum sollt ihr in der Show dabei sein? Denn Ronny spielt nicht für sich selber, auch halb, auch, sondern auch für einen von euch. Ihr könnt was gewinnen. Unter anderem ein Heft, aber wir werden später noch mal genauer erklären, was man alles gewinnen kann. Ja. Super Preise. Ja, richtig, richtig geile Preise. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, warum habt ihr es verdient, diesen Preis zu gewinnen. Wir freuen uns. Du suchst dann später den besten Kommentar raus. Ja, den lustigsten vor allem, würde ich sagen. Genau. Und den stimmigsten. Ja. Also die Leute müssen sich auch richtig bewerben. Gebt euch mal ein bisschen Mühe, warum ihr unbedingt dabei seid und warum Ronny Nicol die Legende unter den Quiz-Teilnehmern, sage ich mal, unbedingt für euch diesen Preis gewinnen sollte. Aber jetzt erst noch eine andere Game-Show und ich möchte mal sagen, es ist was mitten im Auto. Ich möchte es nicht weiter verraten. Erklär mal kurz das Prinzip. Andreas Bock spielt auch eine Rolle. Andreas Bock spielt eine Rolle. Er hat sich in ein Uber gesetzt, weil er ist nebenbei auch noch Uber-Fahrer, habe ich gelernt. Ernsthaft oder ist das nur so ein Scherz? Werden wir gleich rausfinden. Er hat zwei Kandidaten, die beiden heißen Bene und Valentin, sozusagen durch die Stadt gefahren, durch Berlin. Und dabei gab es die eine oder andere Quizfrage und der eine oder andere Star ist auch mit dabei. Und wenn ihr den erkennt, achso, das muss ich auch sagen, einer wird nämlich angerufen. Und man könnte denken, das ist so ein Stimmenimitator oder irgend so einer, der irgendwie beim Mittagessen bei Freunden zu viel gefuttert hat und imitiert jetzt Rainer Kallmund. Aber es ist Rainer Kallmund wirklich persönlich. Man hört ihn nicht so richtig, aber es ist Rainer Kallmund. Wir schwören das. Ne? Also wir können bei uns alles ist echt, es ist nichts Fake, es ist nichts gestellt. Nein, überhaupt nicht. Ne? Also gar nicht. Also, dass Andreas Bock Uberfahrer ist, ich weiß es nicht. Müssen wir nochmal dokumentieren, aber das ist Rainer Kallmund. Also Ehre schwöre. Film ab. Einen wunderschönen. Wunderschön, hallo, moin. Wo soll's hingehen, Jungs? Wir wollen zur alten Försterei. Was ist jetzt los hier? 11 Freunde Quiz-Uber. Nein. Wisst ihr nicht, was das ist? Na klar, wisst ihr doch, oder? Kult-Sendung, Kult-Magazin. Also pass auf, ich stelle euch Fragen auf der Fahrt zur alten Försterei. Okay. Wenn ihr die richtig beantwortet, kriegt ihr pro richtige Antwort ein Sticker vom Team 2006. Ah, ist das was? Versuchen wir mal, oder? 11,9 Kilometer bis zum Ziel. Welche Farbe hatte die Jeansjacke, die Reinhold Beckmann in der ersten RAN-Sendung trug? Das ist safe rot. Willst du sagen? Ja, das weiß man. Dann ist also das, da, das ist Fußball Allgemeinbildung. Das ist Fußball Allgemeinbildung. Rot ist richtig. Ja,
Hättest gewusst? Hättest gewusst? Ich hätte grün gesagt. Aber. Erster Sticker. Nice. Freut euch. Den Mikey würde ich nehmen. Ja, okay. Unser Freund aus Herne. Was bekommt man, wenn man in der Bremer Vereinskneipe einen Ahlenfelder bestellt? Ich wusste es. Das letzte Mal, als ich in Bremen in der Kneipe war, habe ich einfach Bier getrunken. Pass auf, wenn die Ampel grün wird, brauche ich eine Antwort. Okay. Wird das irgendwie so ein Schatten mit Schuss sein? Das ist wie so ein Roster. Ja. Ein Ahlenfelder, irgendwas aus der Region, keine Ahnung. Ein gespritztes. Ja. Ja, ein gespritztes Bier, sagen wir. Leider falsch. Was wäre es denn gewesen? Es wäre Malteser und Bier gewesen, so eine Art Herrengedeck. Buchstabiert den Namen Blaschikowski. Okay, also K-O-B-A geht klar, oder was? Ansonsten... Okay, geht klar, geht klar. Auf jeden Fall eingeloggt. Korrekt. Was gibt's für Kuba? Natürlich Nico Frommer, Freunde. Oh, ja, nice, ne? Top, da ist er. Welcher Leverkusener Spieler stand 1980 mehrere Wochen unter Polizeischutz? Leverkusener Spieler 1980, Polizeischutz. Ihr wisst, ihr habt einen Telefonjoker und ihr habt auch einen Passantenjoker. Aber ich sag mal so, als Telefonjoker habe ich hier Rainer Kallmund am Start. Kalli, ist der nicht anrufen. Zu Tisch gerade? Ich glaube, wir müssen den Kalli anrufen. Das geht nicht anders. Bitteschön. Hallo, einen schönen guten Tag. Herr Kallmund, wir sind gerade Kandidaten im 11-Freunde-Quiz-Taxi und haben Sie als Telefonjoker wählen dürfen. Die Frage ist, welcher Spieler von Bayer Leverkusen stand 1980 für einige Zeit unter Polizeischutz? Das könnte Bernd Schuster gewesen. Nein, der war nicht der. Das ist richtig. Aber wir dachten, wenn es jemand weiß, dann Sie. Dann Sie, absolut. Alles klar. Na dann verlassen wir uns auf Ihre Expertise. Ja, wir würden einloggen und die Antwort nehmen. Die Antwort ist richtig. Die Antwort ist richtig, Herr Kallmund. Besten Dank. Tausend Dank, danke. Alles klar. High five, Dankeschön. Danke an Rainer Kallmund. Dafür gibt's 1860-Legende Markus Schroth. Ein Traum. Ja. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Für welchen Mainzer Spieler hing einst ein Banner mit der Aufschrift It's Cool Man in der Kurve? Ja, der einzige, der Cool Man und Kühlschrank, würde ich jetzt Sven Demann sagen, aber bin mir da nicht so sicher. Wollen wir es machen? Ich glaube deinem ersten Bauchgefühl, ja. Sven Demann. Ich habe ihn hier schon in der Hand, das ist richtig, Sven Demann ist richtig, dafür gibt's den grandiosen Enrico Kern. Oh. Schöner Vorname, schöne Frisur, alles super. 5,3 Kilometer bis zum Ziel. So, die nächste Frage ist eine Musikfrage, eine Audiofrage. Oh. Ja, hört mal zu. Wer ist das? Also die Village People sind es nicht. Sagen wir mal so, es sind ehemalige Fußballer oder damals noch aktive Fußballer. Ja, das Tragische, oh shit, das ist das Tragische Dreieck gewesen. Ja! Das ist das Tragische Dreieck. Wow, wie seid ihr darauf gekommen, Mann? Verdammt, Mann! Genial! Das Tragische Dreieck mit Steh auf. Neben Bobic dabei, Marco Haber und... Ey, shit, Alter. Wer war es noch? Gerd Poschner. Es gibt dafür Markus Kreuz. Herzlichen Glückwunsch. Ganz schön jung. Welcher St. Pauli-Profi wohnte in der Hafenstraße? In der Hamburger Hafenstraße. Hamburger Hafenstraße, das waren die besetzten Häuser in den 80ern, Bernhard-Nocht-Straße und so weiter, und Straßenkämpfe. Ich meine, klar, ein Turmforde, der kann überall wohnen. dem kommt keiner blöd. Turmforde, ja, klar. Turmforde wäre einer. Aber ja, vielleicht doch Passantenjoker. Oh, ja, ich glaube, wir kommen nicht weiter hier. Ja, also ich denke auch. Dann würde ich mal nachfragen. Ich mache mal hier die Tür auf einfach. Ja, ja, ja. Ruf ihn mal. Entschuldigung. Wir sind hier, Elf Freunde Quiz-Uber. Bist du Fußball interessiert? Ich bin Fußball interessiert. Wir hätten eine Frage. Welcher Spieler des FC St. Pauli hat eine Zeit lang in der Hafenstraße gewohnt, in besetzten Häusern? Oh, das weiß ich sogar. Legendärer Auftritt im ZDF-Sportstudio. Das ist der Volker Ippich. Volker Ippich? Volker Ippich. Okay, geil. Loggen wir so ein. Ey, und das ist richtig. Geil. Der hat in Eimsbüttel gewohnt. Geil. Danke dir.
Cheerio. Wenn du willst, kannst du unseren Preis kassieren. Wir kriegen immer ein Bildchen. Hast du Interesse? So ein, wen haben wir denn? Diesmal haben wir Torben Marx. Torben Marx? Freue ich mich. Was für ein Kühlschrank. Guter Nachname. Beste Sorte, danke. Ciao. Tschüss. Wer moderierte auf Rhein-Main-TV eine Call-In-Show namens Lepe geht weiter? Ja gut. Also alles andere als wie heißt der? Dragoslav Stepanovic wäre jetzt Spiel. Ja, safe. Schande, wenn nicht erstmal. Nicht, dass ich die Sendung geguckt hätte. Aber also Dragoslav Stepanovic einloggen bitte. Alles andere wäre ein Scherz. Steppi. Ja. Beide sicher. Ja. Richtig. Yes. Richtig, richtig. Ja! Und dafür gibt's Fabian Gerber. Nein! Ja. Geiler Scheiß. 0,1 Kilometer bis zum Ziel. So, Jungs, wir sind da. Eine Frage haben wir noch. Das ist gar nicht die Försterei. Försterei? Försterei? Was wollt ihr bei der alten Försterei? Dann fahren wir lieber zu Tasmania, ist eh der geilere Verein. Ist doch super. Hab mich auch ein bisschen verfahren, ehrlich gesagt. Pass auf, ich habe noch eine Frage für euch, und zwar eine Videofrage. Guckt mal zwischen euch, da liegt ein kleines iPad. Und ich möchte wissen von euch, wohin hat dieser Mann kein Geld überwiesen? Was sollen die doofen Fragen? Sind Sie in Ihrem Kopf nicht normal oder was? Unverschämt an mir so eine Frage zu stellen. Schau ihnen in die Fresse, mehr sind Sie nicht wert. Ne. Ja. Der legendäre Willi Konrad. Mann, Willi Konrad, der Dynamo Dresden, der hat in die Schweiz... In die Schweiz hat er auf jeden Fall nichts überwiesen. Von anderen Ländern kann ich das nicht garantieren. Aber in die Schweiz definitiv nicht. Applaus. Ihr bekommt einen Silvio Schröter. Oh. So, seid ihr Zocker? Eine Ausgabe, eine Kicker-Ausgabe vom 29.05.2000. Nice. Ihr kriegt den Kicker, aber im schlimmsten Fall verliert ihr alles. Macht ihr, ne? Das machen wir. Masterfrage. Was haben Gernot Alms, Mike Werner, Rudi Völler und Dietmar Beiersdorfer gemein? Also vielleicht Fukuhila? Zu einer gewissen Zeit im Leben? Wollt ihr einloggen? Dann würde ich einloggen. Machen wir. Stabile Fukuhilas. Okay. Sagen wir mal so. Rudi Völler hat einen Schnurrbart. Die anderen drei nicht. Aber sie hatten alle vier eine richtig geile Fukuhila. Und Mike Werner hatte sogar eine geile Fransenlederjacke dazu. Mike Werner, legendär tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt den Kicker vom 29. Mai 2000 gewonnen. Michael Ballack, Lothar Matthäus. Das ist ein Traum. Gönnt euch. Nochmal hier. Viel Spaß damit. Fabian Gerber ein bisschen was abgeschaut. Oh. Macht's gut, Jungs. Mensch! Gut Sport! Prost den beiden Gewinnern. Das ist auch schon mein viertes Bier. Das ist Quatsch, erst das zweite. Das merkt man an meiner lappigen Aussprache. Beeindruckend fand ich vor allen Dingen, dass die Leute Volker Ippich nicht kannten. Gerade die Leute, die schon in den 70er Jahren geboren sind, sollten eigentlich wissen, der hat in der Hafenstraße gewohnt und hinterher haben die Fans ja immer noch gesungen, Volker, hör die Signale. Ja, die Gnade der frühen Geburt. Unsere nächste Rubrik, wieder eine Chartshow und zwar über einen, der ein seltenes Kunststück fertiggebracht hat. Der hat mich in jeder Liga gespielt und auch noch in jeder Liga getroffen. Das wäre mir beinahe auch passiert, wenn bei mir nicht in der Kreisliga B Schluss geworden gewesen wäre. Aber Werner Rank hat es geschafft, Kreisliga C oder Kreisklasse bis... hinauf, bis ganz hinauf in der ersten Liga hat er getroffen. Werner Rank und unsere Redakteure würdigen ihn in einer wunderbaren Chartshow. Also es gab ja wirklich nur einen Spieler, der in jeder Liga gespielt hat. Werner Rank, der war's, Werner Rank. Werner Rank machte zwei Minuten vor dem Ende alles klar. Oh, Werner Rank, da kann jeder was zu erzählen. Wenn man sagt, zu Werner Rank kennt jeder seinen Schwank. Also war wirklich überall, ne? Erste FC Nürnberg, Dynamo Dresden, alles was Rank und Namen hat. Wir haben immer gesagt, dem läuft keiner den Rank ab, ne? Noch drei Minuten, Beuchel zu Rank und irgendwie erreichte Werner Rank den Ball und tippte ihn ins Tor. Hat er, alle Ligen hat er gespielt, ne? Kreisliga C auch? Kreisliga C auch? Ich habe nie gegen ihn gespielt. Wüsste ich. Hat, glaube ich, auch in jeder Liga getroffen, aus allen Lagen. Also wahrscheinlich auch vom eigenen Tor aus, per Fallrückzieher, per Knie, per Ohrläppchen. Der hat alles gemacht. Ich habe genau gewusst, dass er reingeht. Aber ich mich jetzt gewundert, dass er
dass er so gut reagiert hat, aber dass er überhaupt noch rankommt. Rankommen. Macher nennen sowas die Kinder heute, ja. Ja, Werner Rank, auch eine Augsburg-Legende, möchte ich hier nochmal kurz erwähnt haben. 24 Tore auch für den FCA gemacht. Jetzt wollen wir uns aber unserer ersten Live-Game-Show widmen. Und da spielt Ronny für Frank. Und natürlich Game Master ist Philipp Köster. Ich freue mich sehr jetzt auf Wer wird Abonnent? Peace, Freunde. Und wir legen gleich los mit Wer wird Abonnent? Und ich muss mal sagen, Ronny wird hinterher Schmerzensgeld kriegen, ganz egal, ob er was gewinnt oder nicht, weil wir ihn in die desaströseste Bühnendeko aller Zeiten gezwängt haben. Das soll unbedingt, also ungefähr, ganz ungefähr imitieren, die beiden Monitore, die Günther Jauch und sein Gast vorher haben. Du musstest auch vorher nicht diese Auswahlprozedur, dass man besonders schnell sein muss, hinter dich geben. Wir stellen einfach Fragen, mein Lieber. Und es gibt, das habe ich hier alles schon versammelt, es gibt unendlich viele Preise zu gewinnen. Die bekommt natürlich dann Frank und nicht natürlich, du. Aber vielleicht, also das, den Hauptpreis kriegst du auch. Und den kannst du dann bei eBay verhökern. Ich möchte noch nicht verraten, was es ist. Aber wir haben ganz großartige, knifflige Fragen, aber auf dich zugeschnitten. Und du wirst sie alle beantworten. Wir kommen zur ersten Frage und wir stellen uns jetzt mal pathetische Musik vor. Ronny, ich merke, du bist ein bisschen nervös. Ja, ich bin aufgeregt. Ja. Frank, ich versuche alles, Frank. Ja? Also toi, 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 Frank. Das also besser ist der Abstieg. Das müssen wir kurz noch erklären. Frank hat sich deswegen qualifiziert, weil er etwas missgünstig in die Kommentare geschrieben hat. Ey, Ronny, spiel für mich, weil du bist mit meinem RWE 2006, 2007 abgestiegen. Unsere letzte Profisaison. Richtig, das ist richtig. Und du hast entgegnet was? Er hat vergessen zu sagen, dass wir aber auch das Jahr davor aufgestiegen sind. Ne? Ja. Also war so ein gemischte zwei Jahre waren das für mich. Aber ich muss ja wirklich sagen, ich war wirklich gerührt, als Rot-Weiß Essen wieder aufgestiegen ist, weil es echt so ein geiler Club ist. Ne? Ja, es hat Spaß gemacht. Ne? Die war Fans, das eigentlich damals, das muss ich ganz kurz sagen, war das da noch, wo die nur drei Tribünen hatten oder hatten sie da noch vier? 2006, 2007. Nur drei. Ja. Hinterm Tor war frei. Das war lustig. Das war nämlich, es ist schade, dass es das nicht mehr gibt. Einfach in ein Stadion, in das du so reingucken konntest. Ne? Genau. Also genau. Einfach eine Tribüne gefällt. War immer zügig. Gut, aber Ronny, wir fangen an mit der ersten Frage und die ist relativ einfach. Okay. Also, welcher Berlin, pass auf, du musst doch immer, selbst wenn du die Antwort weißt, darfst du sie nicht sofort sagen, sondern musst so tun, als ob du unsicher bist, damit wir ein bisschen Spannung aufbauen. Okay, ne? Okay. Okay, immer so rätseln und oh, das weiß ich jetzt nicht so genau. Okay, okay. Also, welcher Berliner Stürmer hat vermutlich über 1000 Tore in seiner Karriere geschossen? A. Michael Fuß, B. Peter Hand, C. Rainer C. oder D. Johnny Auge? Boah. Das ist schwierig. Vor allem, man sieht es ja jetzt hier nicht. Ne? Nee. Man sieht ja die also noch mal, nicht. Ich sag's dir nochmal kurz. A. Michael Fuß, B. Peter Hand, C. Rainer C. und D. Johnny Auge. Ich weiß nicht, ob es Johnny Auge wirklich... Naja, den wird es natürlich geben. Vielleicht ist es ja die richtige Lösung. Auge. Pass auf. Auge also, hätte ich jetzt an Augenthaler gedacht, aber der hat niemals so viele Tore gemacht. Nee, das glaube ich auch. Ist okay, nicht. Berliner. Das muss ein Berliner sein. Das muss ein Berliner sein, ne? So. Möchtest du dich festlegen vielleicht schon jetzt bei der ersten Frage? Ich würde jetzt ein Ausschlussverfahren machen. Auge nehme ich raus. Ja. Dann hat man noch C. Fuß Rainer C. Michael Fuß und Peter Hand. Wozu tendierst du denn? Dann kann ich ja ich durch. Zwischen C und Fuß. Ja, Hand ist für mich auch kein Thema. Nee, Hand ist für dich auch kein Thema. Aber Rainer C. ist natürlich, es gibt ja Armin Fee schon. Vielleicht ist das nur eine Verballhornung von... Oder Rainer Ernst, den kenne ich auch noch, aber... Ja, Rainer Ernst gibt es auch noch. Aber der ist nicht... Und gut, es gibt wir müssen Claire ja... Grube und... Wir müssen ja vorankommen. Ja. Ich entscheide mich, war es A, Michael Fuß? Ja. Dann nehme ich A. Gut, wir loggen ein und schauen mal, ob du recht hattest. Ach, das gibt's doch gar nicht. Tatsache. Hast gewusst, ne? Habe ich sogar mit zusammengespielt mit dem Mann. Ernsthaft? Ja. Wie ist der so? Star-Allüren? Niemals. Ganz solider Mensch. Ganz solider Mensch. Ja. Aber wieso schießt einer über 1000 Tore und spielt nicht irgendwo zweite Liga mindestens? Das Kuriose war, ich habe ja bei Cottbus auch mal gespielt. Da war er sogar eingeladen zum Probetraining. Hat er Probetraining mitgemacht und hat auch ganz gut performt. Wurde dann aber kurioserweise... Nach dem Spiel, was da gemacht wurde, so ein Testspiel, wurde er dann danach direkt frisch geduscht, draußen stehen, mit der Zigarette gesehen. Und das fand Ede nicht gut. Dadurch kam das nicht zustande und er ist wieder zurück nach Berlin gegangen. Und wir haben dann jetzt bei den alten Herren U40 zusammengespielt. Aber geil. Aber er bombt, Wahnsinn. Ja. Vor dem Tor kann mir keiner was vormachen. Aber ich fand's schön. Und am Glas ist auch gut. Ja, aber es ist sehr, sehr schön, dass du noch so ein bisschen... Ich habe zwischendurch mal kurz gezweifelt, ob du nicht Rainer C. gut findest. Schade, dass es Peter Hand nicht wirklich gibt. Ne? Hätte der Kicker schön titeln können.
Angriffsspiel mit Hand und Fuß. Ich hätte es schön gefunden. Naja, also auf jeden Fall, du gewinnst jetzt schon mal ein Elf-Freunde-Feuerzeug. Das haben wir eben noch gesucht, aber einer ist gerade rauchen draußen, aber ja, das Feuerzeug kriegst du dann. Spiel ich mich ja dann gleich. So, was nächstes, als nächstes, das haben wir sogar haptisch hier. Welcher Verein spielte noch nie in der Bundesliga? A. Tennis Borussia. B. Tasmania Berlin. C. Der BFC Dynamo. Oder D. Blau-Weiß 90 Berlin. Also Tennis Borussia, Tasmania, BFC Dynamo oder Blau-Weiß 90 Berlin. Wir reden jetzt von der ersten Bundesliga. Wir reden von der ersten Bundesliga. Die ist im komplett Deutschland seit 1990, 91? Ja genau, also sagen wir es mal so, seit, okay, eigentlich seit 1963, aber quasi bis heute. Okay. Es hätte also auch Gelegenheiten gegeben für, ich sag mal beispielsweise den Rekordmeister der DDR. Nicht abstellen. Ja, das ist, das ist wie so ein Jenga-Turm hier. Naja, gut. Ja, gut. Also pass auf, ich lese mal vor, die ja, Spannung, ich merke, du bist völlig ratlos. Tennis Borussia Berlin, Tasmania Berlin, BFC Dynamo oder Blau-Weiß 90 Berlin? Also Ausschlussverfahren wiederum. Tasmania ist ja bekannt für... Ne? Ja, schlechtester Bundesligist aller Zeiten. Aller Zeiten. Das noch vor dem FC Schalke. Also wenn man das nicht weiß. Ja. Dann... Wie schon erwähnt, habe ich jetzt bei Blau-Weiß 90 mal in den alten Herrenrohr gespielt. Also kenne die Geschichte von dem Verein. Ja. Ey, was für ein geiler Verein. Was für ein geiler Verein. Bernd Hoss als Trainer früher. Gab es noch Leo Bunk, kann ich mich noch erinnern. Ja. Habe auch mit einem noch sogar bei der 40er zusammengespielt. Und zwar, oh, jetzt war ein Loch. Ich überlege gerade. Der hat auch damals noch mitgespielt. Nein, wie hieß er? Auch in der Aufstiegsmannschaft. Mike. Mike, das schreibst du in die Kommentare, wer ist Mike von Blau-Weiß 90? Er kann ist auch gerne vorbeikommen. Capitano. Das finde ich auch schön, wir können die Saalwette erweitern. Also entweder einer, der einen Sticker vorbeibringt oder Mike von Blau-Weiß 90. Einfach vorbeikommen und wir haben die Saalwette gewonnen. Also pass auf. Jetzt haben wir noch Tennis Borussia und BFC. Ja, Tennis Borussia und BFC. TB habe ich nie gespielt. Kenne ich nicht. Ja, von daher, ja, BFC habe ich gespielt. Zu Ostzeiten und zur Wende dann. Ja. Und dann umgedreht zu FC Berlin, aber die waren nie ganz oben im Haus. BFC nämlich. BFC, ja. Wir loggen ein, den Rekordmeister DDR. 40 Mal Meister geworden ungefähr. Oder 10 Mal hintereinander. Ob es richtig ist, sagt uns jetzt das Licht. Yes. Ah, das gibt's doch gar nicht. Wahnsinn. Wie du hier durchmarschierst. Pass auf, gewonnen hat jetzt, wie heißt er, Frank? Frank, ja. Frank, das große Elf-Freunde-Buch. Ich möchte es nochmal in die Kamera halten. Frankie, ja. Frankie. Hast du ein bisschen was zu lesen? Ja, und Ronny kriegt natürlich auch noch eins hinterher. So, ich hau alles raus, wie bei all die da auf dem Fischmarkt. So. Zack. Sehr geil. So, als nächstes. Jetzt wird's schwierig. Naja, ich merke schon. Ja. Welche BSG hat es in der DDR nie gegeben? A. Die BSG Rotes Banner Trinwillershagen. B. BSG Elektroapparatewerk Treptow. C. BSG Kosmonautik Sömmerda. Oder D. BSG Kernkraftwerk Greifswald. Also ich sag's einmal kurz, rotes Banner Trinwillershagen, B ist Elektroapparatewerk Treptow, C ist Kosmonautik Sömmerda oder D ist Kernkraftwerk Greifswald. Ich glaube, ich muss mal kurz in die Regie fragen, wie Dieter Kürten früher im Sportstudio. Haben wir da einen Publikumsjoker? Wir können jederzeit den Publikumsjoker nehmen. Unsere Community ist bereit. Also, dann, ich weiß nicht, oder hast du die Antwort parat? Parat nicht, ne. Aber worauf würdest du denn tippen? Dann können wir es absichern, wie es so schön heißt. Wir können es absichern. Ist aber dann für den Publikum nicht gut. Doch, wenn der schon dann lenkt das. Nicht, dass der sich dann also nochmal, dann geben wir das mal kurz in die Community, wie es noch ist. Ja, ins Publikum, ins Saalpublikum. A, rotes Banner Trinwillershagen, stimmen Sie jetzt bitte ab. Rotes Banner Trinwillershagen, B, Elektroapparatewerk Treptow, C, Kosmonautik Sömmerda oder D, Kernkraftwerk Greifswald. So, und jetzt überbrücken wir diese kurze Pause, wo sich das Publikum nochmal bei Google versündigt und schaut, ob es das möglicherweise gibt oder nicht. Ich weiß es natürlich auch schon, weil ich früher mal ein großer Sammler von DDR-Vereinswappen war. Okay. Und deswegen weiß ich, dass eine dieser vier, Trinwillershagen, Treptow, Sömmerda oder Greifswald, quasi was anderes ist. So, aber wir horchen mal in die Community rein. Ja. Die jungen Leute kennen das, glaube ich, gar nicht, aber jetzt meldet sich diese leicht ölige Stimme aus dem Off und verkündet... Wir haben 22% für A, 24% für B, 32% für C und 22% für D. Also klassischer Fall von weiß nicht, aber mit Tendenz zu C. Zu C.
Thema, bitte. Da, ne? Kosmonautik. Ich frage mich ohnehin, was Kosmonautik Sömmer da sein soll. Also ich finde es nicht so unwahrscheinlich. Ja. Was ist A gewesen? A ist rotes Banner Trin-Villershagen. Trin-Villershagen. Oder noch nie gehört. B ist Elektroapparatewerk Treptow. C Kosmonautik Sömmer. B bin ich mir ganz sicher. Ja. Weil da habe ich meine ersten Schritte gemacht bei dem Verein. Ernsthaft? Ja. RB Treptow. Elektroapparatewerke Treptow. Passt das alles aufs Wappen? War ja abgekürzt. EAW. Auch EAW. EAW Treptow. Auch ganz geil. Ja. Ja. Also das schließe ich aus. So. Dann bin ich bei A oder C. C. Sömmer da gab's. Sömmer da. Sömmer da gab's, aber ist die Frage, ob mit Kosmonautik. Kosmonautik. Knickknack. Aber ich habe dir das nicht zugezwinkert. KKW Greifswald gab's auch. Ja. Ich nehme C. Ich vertraue dem Publikum. Er vertraut dem Publikum und wir loggen mal ein und gucken mal, ob das Publikum überhaupt Ahnung hat. Unser Westpublikum aus dem freien Westen. Und jetzt wird eingeloggt. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Vielen Dank. Vielen Dank ans Publikum. Frank sagt Frank, auch. Frank sagt auch danke. So, und Frank hat gewonnen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ach, ja, Frank ist dabei. Beim Saisonrückblick. Plus eins quasi, wie man früher sagte. Auf hippe Partys plus eins, der Saisonrückblick im Zoopalast in Berlin am Vorabend des Pokalfinales. Schlag mich tot, wann das ist, ich glaube 2. Juni oder sowas. Du bist dabei, lieber Frank, wenn Ronny nicht ganz zum Schluss aufs Feuerzeug zurückfällt. Das kann ja sein. Jede falsche Antwort kann nicht aufs Feuerzeug zurückfallen. Ach so, das ist... Dann ganz den Scheiß hier, den packen wir rein. Kann ich ja aber zwischendurch aufhören, geht nicht. Nein, 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 es geht immer weiter, es geht immer weiter, es geht noch weiter mit, ey, ein Abo gibt's jetzt noch, das Abo-Spezial und zum Schluss hier dieses 400 Euro teure Superheft. Also pass auf, vierte Frage, wir machen mal Tempo hier. Ja. Fußballprofi, Bestatter, Busfahrer, Tellerwäscher, Paketzusteller. Wer hat alle diese Berufe ausgeübt? A, Christian Arbeit, B, Nico Paczynski, C, Ede Geier, D, Tomislav Piblicer. Ganz spontan, würdest du sagen? Du musst noch nicht einloggen. Ich logge nicht ein, aber ich sage... Arbeit, Paczynski, an dieser Stelle, Geier weil ich gerade. Weil ich du weißt es wieder, weil du es selber auch warst. Auch bestimmt. Ich habe ihm geholfen. Christian Arbeit an dieser Stelle, er hat heute Geburtstag. Alles Gute. Ne? Wie alt wird er denn? Der ist 49 heute. Der ist mein Jahrgang. Christian ist wahnsinnig alterslos. Christian könnte auch 30 sein, finde ich. Oder 60. Kommt von den Haaren einfach an, welche Haarfrisur er hat. Ja. Ne? Ich finde mit Bart sah er immer aus wie so ein 30-jähriger DDR-Dissident. So einer, der so Lieder noch schreibt. Okay. Ja, ja, richtig. Dann nehme ich. Patsche. Ja, natürlich. Patsche. Also, das loggen wir erstmal ein. Ich weiß es natürlich nicht, nee. Aber so. Wir loggen ein. Nico Paczynski. Yes. Ja, das ist Wahnsinn. Geiler Typ. Hat man meinen Podcast. Super. Total geiler Typ. Lustiger Typ vor allen Dingen. Ja, auch einer, ja. Der nicht hinterher nur, keine Ahnung, nur eine Fußballschule, sondern weißt du, so ja, ein lustiger Typ. Absolut. Immer Spruch auf der Lippen. Ede Geier hätten wir es auch zugetraut, aber... Naja. Gewonnen, normales Abo. Ich muss mal kurz in die Regie fragen. Einmal kurz zum Mikro. Wenn der jetzt ein Abo kriegt und beim nächsten Mal kriegt er ein Abo-Spezial, kriegt er dann ein Abo und ein Abo-Spezial? Das entscheidet der Chefredakteur. Das entscheidet der Chefredakteur. Natürlich kriegt er dann nur ein Abo-Spezial. So. Das okay. Ist ja Spaß. Weißt du, das also ist ja nicht hier, ne? Aber nächstes ist natürlich schon schwierig hier. Georgi Vassiljev. Spricht man denn Vassiljev oder Vassiljev? Georgi Vassiljev, ja. Vassiljev? Gut. Der Ernst Happel des Balkans, auch ein schöner Vergleich. Ja. Ja, der Grandler. Führte Union 2001 ins Pokalfinale. Welchen Uni-Abschluss hatte der Mann? Oder hat der Mann? Geschichte, Medizin, Jura oder Pädagogik? Das ist ja stark. Aber das weißt du gar nicht? Nein. So tief sind wir nicht ins Gespräch gewesen. Ja, aber hat er vielleicht mal irgendwie so mal... Sag mal nochmal bitte. Geschichte, Medizin, Jura oder Pädagogik? Hat er dir vielleicht mal so eine Rechtsberatung gegeben? Oder hat er mal ein Bein eingerichtet oder mal so Paracetamol verschrieben oder so also als Arzt? Pädagoge war er auf jeden Fall. Ja, aber das ist zu naheliegend, glaube ich. Ja, das war so ein... Also sagen wir es mal so, die haben ja alle so, sind die ja immer sehr traditionsbewusst. Mhm. Und vielleicht kannte der sich da ja auch sehr, sehr gut aus in der Historie seines Landes. Zum Beispiel. Aber was war der denn? War der Bulgare? Der war Bulgare. Ja. Großartige Nation. Sehr gute Nation. Und auch eine touristisch unterschätzte Nation. Auch. Ja. So. Also pass auf, der Ernst Happel des Balkans würde... Wir kommen schon zu weit, bevor wir jetzt die... wir hören nochmal auf die Antwort. Also, welchen Uni-Abschluss hat der Mann? Ich sag mal so, wenn man irgendwas anderes gemacht hat, aber vorher auch noch einen Uni-Abschluss, dann hat man in aller Regel nicht Jura studiert, weil man dann Anwalt wird. Genau. So. Pädagogik, ja, sehr naheliegend, muss aber auch nicht sein. Also danach. Bleibt Geschichte
und Medizin. Mediziner kannte sich nicht. Also er kannte natürlich, er wusste natürlich, was ein Spieler für Verletzungen hatte, aber. Aber er hat nicht selbst behandelt. Er hat nicht behandelt. Achso, ja, ja gut, das ist natürlich auch ein Hinweis, dass es das nicht ist. Genau. Was glaubst du also? Dann nehme ich C. Nein! Nee, was war's? Das ist C ist Jura. Nee, C ist nicht Jura. A-Geschichte. Nicht C. A-Geschichte, B Medizin, C Jura, D Pädagogik. Was nimmst du, Ronny? Ah! Ah. Wir loggen ein. Wir loggen ein und gucken mal. So, Abo-Spezial. Du hast jetzt zwar gewonnen, Frank, aber freu dich nicht zu früh. Der kann immer noch auf dem Feuerzeug zurückfallen. Ronny ist sehr unsicher geworden in der letzten Frage. Ja. So, und jetzt... Aber wir sind ja gleich durch. Aber Ronny, machst du gut. So, jetzt kommt aber, das ist die 1-Million-Frage, das ist ein bisschen überzogen, Leute. Aber ich kann mal ganz kurz zeigen, ich stelle das jetzt hier mal kurz ab auf meinem Monitor. Ja. Und Leute, das muss ich mal ganz kurz zeigen, das ist jetzt der Hauptpreis. Das sieht jetzt ein bisschen bescheuert aus, ist auch schon ein bisschen hier, das ist ein bisschen angerissen hier, das ist ein bisschen doof, weil das ist wie bei einer Briefmarke, Blaue Mauritius wäre jetzt auch weniger wert. Aber das hier gibt es nur 50 Mal. Das haben wir 2014, als wir Weltmeister geworden sind, gedruckt. Und das Besondere ist, es ist nicht der Goldpokal drauf, wie bei den 85.000 anderen, sondern die Golden Ananas. Wir dachten, wir mischen mal 50 Hefte da rein, falls das nichts wird mit dem Weltmeistertitel. Und neulich mal bei eBay verhökert für 438 Euro. Nicht schlecht. Ordentlich. Ordentlich. Kannst du gewinnen, Frank. Aber vielleicht versaut es Ronny auf den letzten Metern auch noch. Kann ja sein. Ich bin gespannt. Ja, pass auf. Bin für alles bereit. Pass auf. Das erste Derby zwischen Hertha Union fand im Januar 1990 statt. Wo feierten die Teams danach gemeinsam? A. Im Brauhaus Rixdorf. B. Im Tresor. C. Im Spreepark. Oder D. Hanna am Zoo. Wenn du jetzt ganz ehrlich bist, weißt du es und pokerst jetzt nur? Wissen nicht. Aber du ahnst es? Ich würde es ahnen. Okay. Was ist denn so deine erste Ahnung? Bei Hanne. Du merkst mein enttäuschtes Ausatmen. Tresor kenne ich, klar, aber... Fangen wir nochmal an. Gut, der Tresor, wann wurde der überhaupt eröffnet? Später. Ich versuche die nur mal ein bisschen. Naja. Spreepark, was ist der Spreepark? Ist das dieses Ding mit diesen, was jetzt so leer ist? Oder ist das dieser Freizeitpark da in Köpenick oder in da unten? Spreepark? Was ist denn der Spreepark? Das ist der Kulturpark, den du meinst, in Treptow. Ja. Blenderwald. Blenderwald. Das ist, Was ist der Spreepark? Nee. Schließen wir aus. Schließen wir aus, das ist zu weit her. Hanna am Zoo ist natürlich sehr, sehr Hertha-mäßig belegt, ne? Ja, ja, aber auf kurze Wege halt, ne? Ja, kurze Wege stimmt. Vom Olympiastadion darüber? Ja, kurze Wege stimmt, ja. Aber möglicherweise traf man sich auch auf neutralem Gebiet. Dann haben wir noch was, was noch? Pass auf, ich frage Rixdorf? Wo liegt eigentlich Rixdorf, habe ich mich gefragt. Rixdorfer Fassbrause kenne ich. Aber wo ist das, Rixdorf? Ist das Neukölln? Habe ich mal gelesen, ja. Da die Ecke. Okay. Also ich kenne manche Ecken in Berlin kenne ich nicht. Also Rixdorf. Oder wie? Was haben wir noch? Also wir haben Rixdorf, Tresor, Spreepark oder Hanna am Zoo. Rixdorf. Und? Also jetzt muss ich mal... Jetzt nehme ich Rixdorf. Wir gehen jetzt erstmal kurz in die Werbung. Nein, Quatsch. Wir lösen... Nee, das ist jetzt ganz schön spannend. Ganz schön spannend. Für mich jedenfalls. Nicht für Ronny. Aber für mich ist spannend. Wir loggen jetzt ein. Das gibt's doch gar nicht. Ronny! Jetzt kriegst du alles. Wahnsinn. Jetzt kriegst du alles. Du rückst mich mit dem Auto. Und du nimmst es erstmal in Verwahrung. Und wenn Frank sich nicht mehr meldet, ist das alles deins. Frankie, so. Ich heb's wirklich lange auf. Ja. Vielen, vielen Dank. 24 Stunden aber nur. Wenn Frankie sich bis dahin nicht gemeldet hat, geht das alles an Ronny. Auch Gästeliste und Abo-Spezial und Abo und alles andere. Ronny, du warst, ich möchte mal sagen, der beste Gast, den ich jemals bei Werbet-Abonnent hatte. Muss ich echt mal sagen. Kompliment. Ja. Du warst auch irgendwie textfest, hast alles... War ich der Erste? Nee. Du warst der Erste und der Letzte. Okay. Werden wir nie wieder machen. Was soll jetzt auch noch kommen? Ne? Es gibt vielleicht noch ein Best-of, aber jetzt gebe ich erstmal rüber zu Tiziana. Leute, ich bin fix und fertig. Das war so krass spannend. Ich glaube, wir haben alle mitgezittert. Und ich muss sagen, Philipp Köster, der bessere Günther Jauch. Meine Frage an euch. Jetzt machen wir aber weiter mit der nächsten Chartshow. Und heute kennt man das ja gar nicht mehr. Commitment, was ist das überhaupt? Es gab aber jemanden in Frankreich, der sich 44 Jahre auf einen Verein eingelassen hat. Film ab. 44 Jahre. Giroud, oh la la. Giroud, klingt wie ein guter Käse.
Inkroyable, sag ich da. Und ist auch so gut gealtert, möchte man meinen. Giroud. Fantastischer Typ. Ist irgendwann mit Anfang 20 bei AG Auxerre gelandet. Hat dort angefangen, in der vierten Liga zu trainieren und ist 44 Jahre, unfassbare 44 Jahre, bei AG Auxerre geblieben. Ah ja. Ja, ja. Nee, also Auxerre, auch schöne Stadt, muss man ehrlich sagen. Da hätte ich mich auch länger aufgehalten. 44 Jahre. Wow. Wir sind in die erste Liga aufgestiegen, also zweite, dritte, erste Liga. Wow. Er hat den Pokal gewonnen, den Coupe de France. Wow. Er hat die Mannschaft in den Europapokal geführt. Boah, aus dem Inter-Proto-Pokal, du, da haben wir gesoffen draus, das gibt's gar nicht. 44 Jahre. Da sind wir wieder. Und es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Eine geile Show kommt auf die andere. Aber ganz kurz noch für den Gewinner von gerade eben. Frank, bitte melde dich mit einem Screenshot von deinem YouTube-Kanal an Themenfrühstück. Felix, helf mir kurz weiter. 11freunde.de. Das ist der Name dieses Hauses. Perfekt. Das wusste ich natürlich. Genau, und wir haben ein weiteres Schmankerl für euch. Und zwar für mich, muss ich sagen, wahrscheinlich sogar mein Highlight der ganzen Show. Denn ich habe Familienduell geliebt. Ich habe das wirklich rauf und runter geguckt. Und wir haben das Ganze für euch ein bisschen neu, modern aufgezogen. Aber natürlich mit perfektem Retro-Charme. Und das schauen wir uns jetzt an. Und natürlich haben auch die Themenfrühstück-Zuschauer abgestimmt. Weil wir haben ja eben vorab gefragt, 100 Themenzuschauer. Verschiedene Fragen konntet ihr beantworten und da gibt es jetzt die Antworten mit der Borussia-Familie und da schauen wir jetzt rein. Wir sind zurück beim Familienduell. Das Finale mit der Borussia-Familie. Es treten an Max Mölke und Uli Hesse und hier ist ihre Gastgeberin Viola Steinberg. Hallo, hallo, auch von mir herzlich willkommen zurück im Finale. Wir stehen hier mit der Borussia-Familie. Ich freue mich sehr und bin gespannt. In dem Finale müssen Sie gemeinsam 200 Punkte machen, damit das Familienduell gewonnen wird. Wer von Ihnen beiden fängt denn an? Ich lege vor und Max macht ihn rein. Okay, Max, dann bitte ich Sie noch einmal in die schalldichte Kabine. Und wir starten gemeinsam die erste Runde. Ulrich, möchten Sie noch jemanden grüßen? Ja, alle, die mich kennen und die Mitglieder des Günter Breitzke Fanclubs aus Bilmerich. Schön. Ich bin ganz aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber ja, schön. Wir starten jetzt. Sie haben 20 Sekunden Zeit, um Antworten zu nennen. Diese 20 Sekunden werden gezählt, sobald ich die erste Frage fertig gesprochen habe. Und es geht los. Wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie einen ausländischen Club, der Dynamo im Namen trägt. Dynamo Kiew. Einen Spieler mit einer Fukuhila. Weiter. Ein Verein, der noch nie aus der Bundesliga abgestiegen ist. Bayern München. Ein Verein, der endlich aus der Bundesliga absteigen soll. RB Leipzig. Ein WM-Torschützenkönig. Miro Klose. Und nochmal ein Spieler mit einer Fukuhila. René Redlewitz. Das war die erste Runde. Ich finde, es lief ganz okay. Ja, Max macht den Rest. Okay. Ich war zu aufgeregt. Das kann ich verstehen. Macht man ja nicht alle Tage, ne? Wir gucken uns jetzt gemeinsam mal das Ergebnis an. Wir starten mit der ersten Frage. Ein ausländischer Club, der Dynamo im Namen trägt. Da haben Sie Kiew gesagt. Wir schauen mal. Das haben auch 54 andere Leute gesagt. Bei der zweiten Frage, die wurde ja dann hinten nochmal wiederholt, ne? Da war es leider ein bisschen spät, da gibt es jetzt 0 Punkte. Zur dritten Frage, jetzt muss ich ja schon mal in den schlauen Karten gucken, ein Verein, der noch nie aus der Bundesliga abgestiegen ist, da war Ihre Antwort Bayern München und wir schauen, 51 andere Leute haben das auch beantwortet. Der Verein, der endlich aus der Bundesliga absteigen soll, RB Leipzig und 45 andere Leute. Mensch, ich glaube, das ist eine richtig gute Runde gewesen, Ulrich. Wir gucken jetzt noch mal die letzte Frage an. Das war der WM-Torschützenkönig. Und Sie haben geantwortet, Miroslav Klose. Wir schauen, 41 andere Leute haben das gesagt. Mensch, wir rechnen zusammen. Da sind wir nach der ersten Runde schon bei 191 Punkten.
Ich glaube, das sieht ganz gut aus für einen Gewinn. Aber wir schauen mal, was Ihr Familienkollege dazu noch sagt. In der zweiten Runde. Wir sind jetzt hier in der zweiten Runde. Sie haben ja schon mitbekommen, es sieht ziemlich gut aus für Ihre Familie. Wir sind jetzt schon bei 191 Punkten und jetzt kommt ja erst noch die zweite Runde. Bevor die losgeht, möchten Sie noch jemanden grüßen? Oh, gern. Ich würde gern meinen Lieblingsspieler Antonio Rukavina grüßen und meine Tante in Wuppertal. Das freut mich. Sind Sie ein bisschen aufgeregt? Überhaupt nicht. Ach, das ist ja nett. Dann würde ich sagen, starten wir direkt. Sie haben jetzt 25 Sekunden Zeit und es geht los, nachdem ich die erste Frage vorgelesen habe. Wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie einen ausländischen Club, der Dynamo im Namen trägt? Dynamo Moskau. Ein Spieler mit einer Fokuhila? Pierre Littbarski. Ein Verein, der noch nie aus der Bundesliga abgestiegen ist? RB Leipzig. Ein Verein, der endlich aus der Bundesliga absteigen soll? RB Leipzig. TSG Hoffenheim. Ein WM-Torschützenkönig. Ronaldo. Und das war die zweite Runde. Wir starten jetzt mit den 191 Punkten aus der Runde 1. Ich bin total gespannt, wie die zweite Runde auch dann an der Tafel aussieht. Und wir gehen jetzt einfach mal Ihre Antworten durch. Also, die erste Frage. Der ausländische Club, der Dynamo im Namen trägt. Da haben Sie geantwortet, Moskau. Da schauen wir mal. 6 andere Leute haben das auch gesagt. Immerhin 6 Punkte. Da hatte Ulrich die Top-Antwort schon geliefert mit Kiew. Die zweite Frage, die lief in der ersten Runde ja nicht so gut. Schauen wir einfach mal, wie es jetzt aussieht. Da war Ihre Antwort Littbarski. Wir schauen. 2 Punkte. Ui. Bis jetzt, es ist ganz schön knapp. Wir haben die 200 noch nicht geknackt. Welcher Verein ist noch nie aus der Bundesliga abgestiegen? Da kann ich erst mal sagen, Bayern München kam in der ersten Runde als Top-Antwort mit 51 Punkten. Sie haben gesagt, RB Leipzig. Oh, keine Punkte. Keine Punkte. Wir sind immer noch nicht bei den 200 Punkten. Das wird richtig spannend. Wir kommen jetzt zu der Frage, welcher Verein endlich aus der Bundesliga absteigen soll. Ihre Antwort war da Hoffenheim. Wir schauen uns mal an, ob andere Leute auch wollen, dass Hoffenheim absteigen soll. Und wir gucken auf die Tafel. 27 andere Leute. Ich würde sagen, die 200-Marke ist geknackt. Yes. Die letzte Frage schauen wir uns trotzdem noch mal an. Hier wurde nach einem WM-Torschützenkönig gefragt. Aha. Da sagten sie Ronaldo und da gibt es noch mal 16 Punkte. Oh, somit kommen wir zu einer soliden 242. Das Finale ist gewonnen und somit geht das Familienduell an Borussia. Yes! Hey, BVB! Ulrich, kommen Sie rein. Kommen Sie her. Yeah. Hier wird sich gefreut und natürlich gibt es auch noch einen kleinen Preis für die Familie. Aus der Regie wird mir hier zugeworfen ein BVB-Trikot. Wir sehen hier hinten sogar eine Unterschrift. Oh, vielleicht klasse. Muss dann noch mal geknobelt werden, an welchem Tag wer das tragen darf. Ich übergebe das hier mal. Und eine große Freude. Herzlichen Glückwunsch nochmal von mir an die Borussia-Familie zum gewonnenen Familienduell. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Da sind wir wieder. Ja, und Uli Hesse, was für ein geiler Typ. Uli Hesse schmeißt den mentalen Turbo an. Ich habe ihn so aus der Fassung noch nie erlebt wie jetzt. Ja, also und liebe Grüße gewinnt. Natürlich auch an Max Nölke. Ja, Max Nölke. Grandioses Duo, die beiden. Wer hat gewonnen? Natürlich die Borussia-Familie. Ach, die Borussia-Familie. Ich muss sagen, ich habe früher Familienduell immer sehr, sehr gerne geguckt. Besonders dieses eine Mal, wo sie, glaube Western-Serien nennen sollten. Unsere kleine Farm und rauchende Colts. Und der Familienvater, er sagte zwei, unsere kleine Farm und zwei sagten rauchende Colts. Und er sagte zum Schluss total verzweifelt, unsere rauchende Farm. Alles vorbei. Alles vorbei und leider ausgeschieden. Vielen Dank auch, dass ihr alle mitgemacht habt. Das war 1A und... Mitmachen ist ein gutes Stichwort. Die Saalwette. Die Saalwette läuft immer noch. Bisher ist keiner gekommen. Ja, aber das kann auch sein, weil wer bei uns klingeln will, ist ein bisschen schwierig. Pass auf. Also ihr geht zu den ersten leicht verrotteten Hinterhof durch. Durch, einen Querstreben und dann nochmal durch. Dann denkt ihr schon, ihr seid irgendwo
wo jetzt gleich brennende Mülltonnen kommen und so Schießerei, so Gangkämpfe oder so Clan-Rivalitäten. Und dann geht ihr links hinten rum und dann klingelt ihr, aber ordentlich klingeln. Das ist wie bei unseren Praktikanten, wenn sie um 10:30 zum Dienst erscheinen. Ordentlich klingeln, ordentlich klingeln. Wir machen dann auch auf. Ronny Nicol macht auf. Schwere Tür, aber er macht auf und bringt die Sticker mit, liebe Freunde. Bringt die Sticker mit und Kirschneck fährt, nackt, fährt mit Fahne, mit Alkoholfahne und richtiger Fahne um den Comeniusplatz. Alles ihr seht uns, die Moderationskarten sind leer, weil wir natürlich einfach traumwandlerisch sicher von Thema zu Philipp, Thema. Philipp, schließ nicht von dir auf andere. Meine sind beschrieben. Ich bin natürlich vorbereitet. Tiziana, Klassiker. Aber ich bin ja auch noch keine Chefredakteurin hier. Ja. So, nochmal die Saalwette. Ich fände es echt super, wenn einer käme. Es kann auch Tasmania sein oder BAK oder einer von Rot-Weiß Essen mit Schnauzbart und Kutte. Ist egal, kommt vorbei, stickert. Ich möchte Kirschneck, naja, egal, angezogen und so weiter. Wir haben noch eine Chartshow. Ja. Und die Frage ist, wo warst du denn 1954? 1954, da war ich 7 und habe natürlich wie viele andere, die den Krieg oder die Nachkriegszeit so ganz schwer durchlitten mussten. Es gab ja nichts, ne? Kartoffeln geklaut. Hast du Schutt weggeräumt? Ich habe Schutt weggeräumt. Ich war quasi Deutschlands erste Trümmerfrau. Man sieht es mir jetzt nicht mehr an, ich habe mich gut gehalten. Aber damals waren wir dann endlich wieder wer? Die eigentliche Gründung der Bundesrepublik. Und Wunder von Bern, wir haben es alle eintätowiert, aber es war nicht das einzige richtig geile Spiel bei der WM 54. Nein, denn es gab eine Hitzewelle und die hat dem einen oder anderen ganz schön zu schaffen gemacht. Eine Hitzewelle? Darum, in der Schweiz? Darum geht es jetzt in der Chartshow. 7-5, sowas gibt es ja sonst nur beim Tennis. War ein Rekord. Ich dachte, ich kipp um im Gästeblock. Es war so heiß, der Wahnsinn. Also Kurt Schmid, der österreichische Torhüter, hat dann einen Hitzeschlag bekommen. Ich dachte erst, der macht einen Spaß, aber das war Realität. Hat aber trotzdem weitergespielt, weil die damals nicht auswechseln durften. Die Österreicher kassieren binnen 8 Minuten 3 Tore. Um ein Debakel zu verhindern, stellte sich der österreichische Masseur Josef Ulrich hinter das Tor und versuchte, den orientierungslosen Kurt Schmid zu dirigieren. Haben die denn da so Augsburger Puppenkiste gespielt oder was? Ja, Mensch, da haben wir den Jupp da unten plötzlich gesehen. Der hat uns ja noch die Karten besorgt, ne? Und dann hat er seinen großen Auftritt. Wahnsinn. Ja, also mein Masseur ist auch ein absoluter Superstar. Österreich kam dann halt weiter mit diesem 7-5, ist dann später auch Dritter geworden. Sensationsmannschaft, Sensationsergebnis für Österreich. Tolles Spiel. Ja, während wir hier noch Sekt und Bier trinken. Ja, mein Bier ist schon fast wieder leer. Meine Moderationskarten sind auch leer. Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Ich glaube, es kommt jetzt ein junger Kollege. Ein sehr, sehr junger Kollege. Und das Lustige ist ja, ihr müsst wissen, liebe Zuseher dieser großen Elf-Freunde-Show der Rekorde, der normale Elf-Freunde-Volontär, der normale Elf-Freunde-Redakteur, selbst leitende Redakteure stiefeln hier meistens im Räuberlook hier rein, Hoodie an, Jeans, das ganze Zeug, den nur die jungen Leute tragen. Aber ich bin froh, dass Tobi Ahrens, unser Kollege Tobi Ahrens, heute mal so ein fliederfarbenes Jackett oder ein graues Jackett übergeworfen hat, mit dem er aussieht wie so ein Alleinunterhalter auf der AIDA, so am 6., 7. Tag, Innenkabine, Seegang, seekrank. Aber jetzt ist er da. Und was sehen wir jetzt, Tiziana? Wir sehen jetzt Elf live. Und da seid ihr natürlich gefragt da draußen. Ihr könnt jetzt live anrufen, in der Show, hier ins Studio anrufen, den lieben Kollegen Tobi Ahrens. Und ich würde sagen, wir geben ab. Zu Elf live mit Tobi Ahrens. Und jetzt anrufen. Seid dabei, liebe Freunde. Mmh. Mmh. Freunde, jetzt ist mal gut gewesen, ne? Also es war jetzt alles lustig, es war alles spaßig hier, wir hatten ein paar Fragen, aber jetzt wird's ernst. Wir suchen einen Fußballer, den will ich von euch hören. Den will ich von euch hören, da gibt's keine Ausreden, wir sind hier bei Elf Live und ich will, dass ihr anruft. Das mache ich nicht, weil ich Geld verdienen will, sondern weil ich will, dass ihr die richtige Antwort zeigt, dass ihr uns sagt, was wir hier suchen. Ja? Alles, was ihr tun müsst, ist die Telefonnummer anzurufen, die jetzt gleich eingeblendet wird. Und natürlich uns sagt, welchen Fußballbegriff, den ihr hier unten seht, wir suchen. Ja, alles, was ihr dafür tun müsst, wie gesagt, einmal anrufen und dann natürlich die richtige Leitung treffen. Das ist entweder die 1 oder die 2 oder die 3 oder die 7 oder die 200.357.039. Ja, dann wisst ihr Bescheid und ich denke, das ist relativ einfach für alle, die sich ein kleines bisschen mit Fußball auskennen. Wenn wir gleich einen Gewinner haben, wenn wir gleich einen Anrufer haben, dann hat er die Möglichkeit, hier das große Elf-Freunde-Buch zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob das genug ist, ob das die Leute motivieren wird, aber wir haben einen Anrufer. Mein Lieber, wer bist du denn?
Hallo? Hallo? Ja. Ich glaube, ich weiß die Antwort. Okay, sag vielleicht mal kurz, wer bist denn du überhaupt? Ich bin Lukas Zacke. Ja, Lukas, Mensch, schön, dass du anrufst, schon das dritte Mal heute Abend. Ja, klar, immer. Ich bin auch immer viel in den Kommentaren unterwegs, immer Theo-Frühstück. Ja, wir kennen uns ja, ist ja alles gut. Aber sag doch mal kurz, welchen Fußballbegriff suchen wir denn gerade? Claudia Effenberg. Ah, das ist leider falsch, mein Lieber. Das tut mir leid. Das tut mir leid, aber ja, es tut mir leid, aber es ist einfach falsch. Es ist einfach falsch. Tut mir leid, rufst du beim nächsten Mal wieder an, ne, gibst nochmal 50 Cent aus und dann kannst du hier vielleicht auch was gewinnen. Tut mir leid, mein Lieber. Schade. Okay, ja, schönen Abend noch. Vielen Dank. Ebenso, danke, danke. Ja, gut, das war natürlich ein bisschen abzusehen, dass dieser Begriff hier nichts mit Claudia Effenberg zu tun hat, weil wir sind immer noch ein Fußballmagazin. Wir brauchen einen Fußballbegriff, ihr lieben Leute. So, also, wir schauen mal, wer schlägt als erstes zu, der Hot Buzzer oder ist es doch Emir Spahic? Wer wird als erstes zuschlagen? Komm, Regie, haben wir noch was? Ich meine, so ein läppisches Buch, das ist doch nicht alles. Wir müssen doch ein bisschen mehr haben. Regie, sag doch mal, haben wir was? Haut doch mal was raus, ja, Mensch. Ja, wir legen noch was drauf. Wir legen noch was drauf. Ja? Ja, wir was legen heute noch was drauf. Pass auf, ihr kriegt noch ein Geldpaket dazu. Ein Geldpaket dazu. Okay. Und vielleicht auch noch eine Rekordausgabe. Eine Rekordausgabe. Ach, und raus, Mensch. Und eine aktuelle Ausgabe gibt es auch noch dazu. Eine aktuelle Ausgabe, okay. Noch eine aktuelle, ja, und okay, vielleicht noch eine Rekordausgabe. Ah, du unterschrieben von Philipp Köster. Ja, und ich kriege nächste Woche wieder mein Gehalt nicht. Das ist wieder klar. Ja, gut, haben aber jetzt, das haben ist, wir denn das jetzt ist, einen Anrufer, Mensch, es mein ist, Gott. Es ist kein leichtes Rätsel. Leitung 1, Leitung 2, Leitung 3, Leitung 7 und die 735.000. Oh, hier ist jemand. Ja, hallo? Ja, moin. Moin. Mach bitte mal einmal auf laut, das hört man ja gar nicht. Ich glaube, ich weiß die Antwort. Du weißt die Antwort, ja, dann sag doch mal. Claudio Offenberg. Claudio Offenberg, wer soll das denn sein, mein Großer? Ja, das ist ein Trainer. Da gucken wir doch mal kurz, ob wir den suchen oder nicht doch den Stirnlappen-Basilisken. Wir schauen mal rein, wir gucken mal, wen suchen wir da? Wen suchen wir da? Der Hot Button, der ist on fire. Und? Mein Lieber, du hast gewonnen! Hey, Claudio Offenberg, wir kennen ihn alle, es war ziemlich simpel. Mein Großer, alles geht raus an dich, für dich. Mach damit, was immer du möchtest. Geil. Ne? Also, wieder morgen einschalten, dann fragen wir, welche Tiere nur ein H im Buchstaben haben. Und dann rufst du wieder an, gehst in die Leitung 2 und gewinnst für uns, mit uns, einfach ein paar Fußballschuhe. Warum denn nicht? Also, ciao. Vielen Dank. Jo, auch wieder drauf. Ich hab gedacht, das dauert noch ein bisschen. Der war gerade noch am Kühlschrank, so viel können wir verraten. Ja, aber ich trinke jetzt nur eine Cola. Nur mir reicht Cola, das jetzt. Es war schon zu viel Bier. Ja. Und es war genial. Also ich war überrascht, wie schnell die Leute da drauf gekommen sind. Wärst du drauf gekommen, Claudio Offenberg? Nein, hätte ich nicht. Aber ich habe gedacht, dass Tobias Ahrens den Leuten noch ein bisschen mehr Cola aus der Tasche zieht. Die noch ein bisschen mehr... Da kommt der Gutmensch raus. Ja, man hätte noch ein paar weniger Buchstaben zeigen sollen. Aber so, Claudio Offenberg, wissen wir über den was? Er ist Trainer, Manager... Funktionär? Ich kenne nur die Claudia Effenberg. Ja, wir kennen alle, vielleicht gibt es von Claudia Offenburg ja auch Bilder, wie er mit Stefan Effenberg auf dem Münchner Oktoberfest die Zungen austauscht, sodass das schon als Organspende durchgeht. Naja, wir gucken mal. Was haben wir noch im Programm, Tiziana? Die Saalwette. Nochmal darauf hinweisen. Ey, Freunde, kann nicht so schwer sein. Berlin, 3,4 Millionen, eine boomende Metropole, selbst die Außenränder wachsen, der Speckgürtel wächst. Da muss es doch irgendeinen geben, der irgendwelches... Bielefelder, Augsburger, wo seid Augsburger ihr? Kommt hierher. Selbst wir akzeptieren Leute aus indiskutablen Zweitligastädten. Heidenheim, Sandhausen, kommt alle her, stickert uns das Ding voll, aber kommt einfach vorbei. Sonst müssen wir noch einen Praktikanten verkleidet vorbeischicken, der stickert. Kennst du schon dieses Heft? Oh, guck mal, ich habe ja dieses Heft auch noch hier liegen. Schau ja, mal. Also... Das ist grandios. Wir können mal kurz ein bisschen drin blättern. Ach, das gibt's ja gar nicht. Das sind ja spannende Sachen. Oh, und die Fotos. Also ich muss ja sagen, ihr habt wirklich mit die besten Fotografen immer. Ich liebe alle Fotos. Das ist nett, dass du das sagst, Tiziana. Es ist sehr, sehr nett, dass du das sagst. Naja, auf jeden Fall gibt es wunderbare Rekorde, Bestmarken, schlechteste Marken, Peinlichkeiten. Das Schöne ist ja, dass wir das ganze Fußballleben ja eigentlich nur nach so Rekorden ordnen. Ich war selber mal bei zwei Rekorden dabei. Aha. Möchte ich kurz erzählen. Ja? 1987 war ich das dabei auf der Bielefelder Alm, als eine Mannschaft zum allerersten Mal mit nur 10 Spielern gespielt hat und sogar mit 9
gegen 1. FC Saarbrücken aufgelaufen, weil alle Grippe hatten. Und damals musstest du nachweisen, dass alle die gleiche Krankheit haben. Okay. Weißt du, dann wäre das Spiel verlegt worden. So was aber haben sie um Verlegung gebeten und zack, mit 9 Mann nur gespielt. Dann wurde der Ball immer auf der Tribüne hin und her geworfen, um Zeit zu schinden für Arminia. Zweiter Rekord? Zweiter Rekord war, ich war dabei, als Goran Čurko, damaliger, ich glaube, serbischer Keeper von Arminia, so unsicher war, dass er die ganze Zeit von der Tribüne verhöhnt wurde. Und jedes Mal wurde er immer unsicherer. Und dann schmiss er sich irgendwann immer fast aus Protest in die falsche Richtung. Und die Leute lachten immer weiter. Und zuerst zeigte er dann so den Stinkefinger zu den Fans, was immer eine gute Idee ist, die eigenen Fans zu verhöhnen. Die waren dann erst recht auf der Zinne. Alle Unterputzkabel am Hals kamen raus, 180 Puls und ihn noch weiter beschimpft. Und Goran Čurko irgendwann Handschuhe ausgezogen und weg. Geil. Dann haben wir ihn versucht, die Trainer und Mitspieler noch zurückzuhalten. Und Goran Čurko war auf Bielefelder Alm nie wieder gesehen. Gab es auch vorher noch nicht. Also ein Keeper geht einfach weg. Ich glaube, ich halte den Rekord im Raclette-Essen. Ich schaffe die meisten Raclette-Pfännchen an einem Abend. Möchte ich gerne mal Herausforderer. Aber wie viel sollen denn Raclette-Pfännchen bei dir sein? Wie viel sind das? 10 oder so? Mehr. Ich schaffe locker 20. Also ich würde mal behaupten, wenn ich im Guinness-Buch der Rekorde nachschauen würde, bei den Raclette-Pfännchen, da bin ich bei sicher eine dreistellige Summe, mein Lieber. Vielleicht hältst du den Deutschland-Rekord. Steht das hier drin? Steht auch da drin bestimmt. Ja, steht auch hier drin. Pass auf, hier haben wir zum Beispiel, im September 1999 schickt Herbert Fandl, der geile Herbert Fandl, auch so ein geiler Typ, 4 Ulmer Spieler vom Platz, dazu müssen der Trainer und der Manager auf die Tribüne. Ein Skandal, fragt Max Nölke, würde ich mal annehmen, sonst wäre es ja hier nicht drin. Also, kauft das Heft morgen bei den Abonnenten, aber nur bei den Spezialabonnenten. Alle, die nur das Arme-Leute-Abo haben, also das normale Heft, kriegen das nicht, deswegen upgraden jetzt, liebe Freunde. Wir sind fast so verkäuferisch unterwegs wie Tobi Ahrens eben. Ne? Ja. Was kommt das als heißt nächstes? Was, das heißt was. Wir haben noch eine Chartshow. Geil. Kurt Meier, sagt dir da was? Pass mal auf, ich bin ja Jahrgang 72 ja. Und ich kann dir eigentlich alle Tore des Monats aufzählen ab 1900. Ich weiß nicht, ab wann das haben eingeführt? 74, 76? Klaus Fischer weiß ich. Ich war sogar einmal dabei. Tor des Monats. Horst Wohlers für Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen. 2:0, Weitschuss. Und der Sohn von Horst Wohlers war bei mir in der Klasse. Grüße an Michael Wohlers. So oder so, mit Tobi Ahrens habe ich heute Morgen im Themenfrühstück auch über Ronaldo oder Messi gesprochen. Wer ist die wahre Goat? Und ich würde sagen, Kurt Meier ist die wahre Goat. Der Goat. The greatest of all time. Of all time. Weißt du, jedes Mal, wenn ich das benutze, hast du irgendeinen Schlauberger, der sagt, aller Zeiten kann es ja nicht sein, weil aller Zeiten ist auch in der Zukunft und das weiß man noch nicht. Das sind auch die Leute, die sagen, Silvester 2000 war gar nicht das neue Jahrtausend, sondern erst 2001. Ich verplapper mich. was ist nochmal die Chartshow? Ja, Kurt Meier, da gehen wir jetzt rein. Kurt Meier. Ja, ich freue mich auf Kurt Meier. Erzählen Sie heute noch von, an der Theke. Musst du nur hingehen, erzählen Sie dir noch von. Kurt Meier, also ich habe nie ein Tor des Jahres geschossen. Kurt Meier aber mit 79. Ja, die Alten, die soll man nicht abschreiben. Könnte ich heute noch nachmalen, die Flugkurve. Könnte ich nachmalen, Wahnsinn. Über den Torwart hinweg ins Tor. Jemand stand zufällig mit der Kamera dabei. Und drin war er, hat erst das Tor des Monats doppelt bekommen, dann das Tor des Jahres. Dann sind sie auf große Tour durch Europa gefahren. Er und ein Kumpel zusammen zu diversen Verleihungen und... Kann er noch? Also hier ist keiner Köpenick bei uns, wir suchen auch noch einen guten Knipser. Wenn er noch verfügbar ist, würde ich mal die Nummer von meinem Trainer durchgeben. Ein paar Wochen für ein paar Monate auf so einem Level von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Wisst ihr, woher ich das alles weiß? Weil ich das Rekordeheft gelesen habe. Da steht das nämlich alles drin. Super Heft, jetzt am Kiosk, vielleicht schon bei euch Abonnenten im Briefkasten. Jetzt sind wir wieder drauf. Jetzt sind wir drauf. Ich war gerade noch hier am Kommentare durchlesen und du auch, weil das ist die aktuelle Generation. Man unterhält sich nicht mehr, man sitzt nur noch nebeneinander mit irgendeinem... Und liest die Kommentare. Ich habe noch kein Wort mit dir gewechselt. Bist du in den Kommis? Ich bin... Ja, das ist ja ein ganz ekelhafter Satz. Bist du in den Kommis? Ich bin jetzt gerade, wie man bei Twitter sagt, in den Drukos, liebe Tiziana. Ich bin in den Drukos. Die Drukos. Okay. Pass auf. Slidet auch gerne mal in seine DMs bei Gelegenheit. Pass auf hier, erstmal. Forza 161, Tobis Augenringe haben Augenringe. Oder also Benny so, sagt, bei Köster ist die Cola aber auch mit Schuss. Cola Korn, klassischer Cola Korn, klassisches Autoscooter-Getränk, liebe Freunde. Man mixt das vorher rein und gießt hinterher Cola rein. Damit hat schon mein Geschichtslehrer damals Stößchen, oder? In der 6. Klasse seine Alkoholsucht verdeckt. Also pass auf hier, noch keine Chefredakteurin, Putsch in der Redaktion. Tiziana, hast du was zu sagen? So, pass auf, hier steht, schießt mir als Herz in den Kopf, das kann ich nicht entziffern. Will auch Gummibärchen, sagt
Ich kann das immer nicht erkennen. Ey, das ist scheiße mit diesen Gleitsichtbrillen. Ich habe für 1200 Euro eine Gleitsichtbrille, muss aber so gucken. Also pass auf. Tobi Ahrens hat erst echt die besten Lines beim Würfeln gewonnen. Verstehst du das? Das ist vielleicht was für die Jugend. Nee, das ist, glaube ich, für unter 30. Da fühle ich mich auch nicht mehr angesprochen. So, pass auf. Tobi ist grandios. Ich kann nicht mehr. Das ist eine Jobbewerbung. Ich frage mich, bei wem? Bei wem? Da lacht Tobi Ahrens im Hintergrund. Ich reiche meinen Reutling-Sticker nach. Das lass noch nicht gelten. Bei der Saalwette früher bei Tommy Gottschalk hätte es ja auch nicht sagen können. Ich habe als letztes die Saalwette gesehen, als der Manta-Hype gerade so groß war. Da hieß es, ich wette, dass nicht 100 Mannis mit ihrem Manta in die Halle nach Offenburg fahren. Gibt es noch bei YouTube? Schaut euch das an. Das lohnt sich nämlich. So, aber damals hätte Tommy auch nicht gesagt, du kannst mit deinem Manta morgen vorbeikommen. Sondern heute und jetzt, liebe Freunde. Heute, hier und jetzt, und ich bin enttäuscht. Ist gerade einer rausgegangen. Ich bin wirklich enttäuscht. Andreas Bock ist gerade rausgegangen und es kann sein, liebe Freunde, dass jetzt gerade einer... Nee, oder doch nicht? Tobi Ahrens. Also ist Tobi Ahrens ist rausgegangen. Ich habe meine Brille nicht auf. Tut mir leid, Andreas. Und ist Tobi Ahrens noch aufs Klo gegangen oder was? Ja. Ja, Sextanerblase. Also wir haben das Mikro noch da. Pass auf, also pass auf, noch ganz kurz in die Kommis rein, in die Drukos. Glaubt, Tizi hat schon mehr am Tank. Oh, geht. Geht noch mehr. Basilius sagt, ich muss morgen eigentlich auch arbeiten, habe mir vorhin beim Damen-DFB-Pokal den Arsch abgefroren. Da brauche ich jetzt auch eine Cola-Schuss mit Schuss gegen die Erkältung. Und Kollege Luis Richter schreibt, Leute, hinder jetzt mit den Stickern. Ja, Luis, komm doch einfach selber vorbei. Du weißt den Weg. Wir freuen uns auch über einen Hertha-Sticker. Und einer schreibt, Köster zum Optiker. Bloß, weil ich meine Brille abgezogen habe, ist es das? Das ist der. Gehen wir so miteinander um? Was kommt als nächstes? Also nochmal die Saalwette. Freunde, ich jage Kirschneck höchstpersönlich mit einer Reitgerte in sein Auto. Also bitte, los jetzt. Los jetzt, komm vorbei, Gubner Straße. Wir haben noch eine letzte Gameshow. Und zwar mit niemandem Geringeres als einem Ex-Praktikanten, der inzwischen ein kleiner Star ist. Kann man einfach nicht anders sagen. Ein kleiner Star? Ja, oder ein großer Star. Du meinst doch nicht etwa den arroganten Typen von Calcio Berlin? Ach, scheiße. Ich dachte, wir haben den eingeladen. Ach so, du wolltest gar nicht, dass der kommt. Ich habe ausdrücklich gesagt, ich will einen von One Football. Habe ich ausdrücklich gesagt. Jetzt aber einer von Calcio Berlin, das gibt's doch gar nicht. Aber nein, wir freuen uns. Wir freuen uns riesig. Ex-Kollege von dir, Ex-Praktikant Niklas Levinson war zu Gast. Moment, aber noch ein anderer auch noch. Einer des großartigen Doppel-Sechs-Podcast-Duo, was eine Sünde ist. Eine Sünde, dass sie aufhören. Einer der besten Podcasts weltweit. Also deswegen, Ole Zeitler und Niklas Levinson sind und es moderiert Christoph Biermann, glaube ich. Unser Kollege Christoph Biermann, der aussieht wie hier dieser große Schwarze von den Minions. Wie Gru. Ah. Guckt euch mal an, der sieht aus wie Gru. Bei der Geburt getrennt demnächst. Also, ab dafür mit, wie heißt das? Ballen oder Knallen? Oder? Ballern oder Schallern. Schallern, so. Tag auch, ich bin Felix. Herzlich willkommen bei Ballern oder Schallern. Heute zu Gast Ole Zeissler und Niklas Levinson. Und hier ist Deutschlands beliebtester Fußballexperte, Christoph Biermann. Herzlichen Dank und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ballern oder Schallern mit zwei fantastischen Gästen. Ich begrüße Niklas Levinson, den Kopf hinter der Supererfolgsstory von Calcio Berlin. Dankeschön. Und Nordisch by Nature vom NDR, Ole Zeissler, erfolgreicher Filmemacher. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. So, für euch und für alle, die die Regeln nicht mehr richtig kennen, nochmal so ein ganz sorgsamer Durchgang. Muss man sagen, glaube ich, Plural, Köpfe. Ich darf mich nicht als alleiniger Kopf bezeichnen, das glaube ich, da kriege ich Ärger. Okay, einer der Köpfe hinter der Erfolgsgeschichte von Calcio Berlin. Also, Ballern oder Schallern, wer zuerst 6 Punkte hat, hat gewonnen. Ihr könnt jederzeit buzzern, aber wer buzzert, muss direkt antworten. Also wenn ihr mitten in der Frage buzzert, dann lese ich die Frage nicht zu Ende und ihr müsst die Antwort geben. Pro richtige Antwort gibt es einen Punkt. Bei falscher Antwort geht ein Punkt an den Gegner, der dann noch die Chance hat, die Frage zu beantworten. Also, ne, also man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Und
Wer als erster 6 Punkte hat, kriegt einen fantastischen Überraschungsgewinn. Also, dann legen wir mal los. Wir beginnen mit Rekorden. Gerd Müller schoss 365 Bundesliga-Tore. Sein Namensvetter Dieter Müller schoss 6 Tore in einem Spiel. Und Robert Lewandowski traf 5-mal in 8 Minuten 59 Sekunden. Gegen wen? Ich glaube, Ole war so eine Hundertstelsekunde. Eine Nanosekunde schneller. Gegen wen war es, Ole? Ich bin mir relativ sicher, dass das der VfL Wolfsburg war. Und das war richtig. In einem Heimspiel in München. Und war es nicht so, dass er erst zur zweiten Halbzeit... Er wurde eingewechselt, die Leitung, glaube ich, sogar. Ja. Genau, er wurde eingewechselt und hat dann mal gezeigt, dass er vielleicht keine so dolle Idee war, ihn auf die Bank zu setzen. Ehrlich gefragt. Nächste Frage. Welches Tier stellt das Maskottchen des KFC Uerdingen dar? Oh, nee, falsch. Nee, der Quatsch. Ich mach's einfach. Elefant ist natürlich falsch. Naja, Elefant ist natürlich total richtig. Ist tatsächlich so. Ich dachte, es wäre zu naheliegend. Das ist doch der Grotifant. Ja, der Grotifant, der sich mit allen delt oder gedellt hat. Der Neue macht das nicht mehr, habe ich gehört. So, bei der nächsten Frage rate ich euch allerhöchste Konzentration. Endlich mal. Die Kinder von David Beckham heißen Brooklyn, Romeo, Harper und Cruz. Wie heißen die Kinder des deutschen David Beckham, Dennis Diekmeyer? Jetzt noch nicht drücken. Vorsicht. Das kann nämlich niemand wissen. Sie heißen Delaney, Dion, Dalina und Divya. Dennis Diekmeyer ist ja der Bundesliga-Profi, der die meisten Einsätze ohne Tor hatte. 203 Spiele brauchte er am 28. Spieltag 2019/2020 für Sandhausen traf. Gegen wen Wiesbaden. Aber wie heißen nochmal seine 4 Kinder? Ja. Oh, wow. Das ist mutig. Na gut. Ole, haus raus. Ja. Boah. Divya? Ja. Delaney? Ja. Ich wusste es vorher eigentlich schon. 2. Dagobert? Falsch. Dietmar? Nein, ich weiß nur 2, glaube ich. Ich könnte jetzt, wenn ich jetzt selber auch falsch antworte, dann mache ich meinen Punkt wieder kaputt, oder? Richtig. So ist es. Ja, come on. Dann mache ich es nicht. Okay, dann wundert. Ein Punkt gibt es dann für Niklas und damit steht es 2-1 zwischen, für Ole. Ich glaube, löst noch mal auf. Dion wäre noch dabei gewesen. Ja, Dion ist richtig. Delaney, Dion, Dalina und Divya. Welchen Anfangspunkt? Ich finde das mutig, dass du dich da rangewagt hast. Das ist für mich Basisgrundwissen, ehrlich gesagt. Ja, okay, natürlich. Nächste Frage. Jimmy Hartwig, Ailton, Thomas Hessler, Eike Immel, Thorsten Legert und Ansgar Brinkmann sind ehemalige Bundesligaspieler. In welcher TV-Show... Dschungelcamp. Richtig. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. 3-1 für Ole. Das ist ja nicht gut, was ich hier alles weiß. So, jetzt, das Licht. Ihr wisst ja, wir bei Freunde sind Literaturfreunde auch. Das ist gar nicht klar geworden. Eines unserer Lieblingswerke beinhaltet folgende Sätze. Zitat. Routiniert griff sie zu einem kleinen Tischchen neben dem Bett und öffnete die Packung eines Kondoms. Hier lege ich immer die Gummis mit Bananengeschmack hin, sagte sie nach einer kurzen Atempause. Welcher ehemalige Torhüter schrieb einst diese Zeilen? Ja, hier kommt. Ist mir unangenehm, aber ich weiß es. Okay, weil du es damals mit roten Ohren die scharfen Stellen rausgesucht hast. Bodo Ilgner, oder nicht? Absolut richtig. Kannst du dich noch erinnern, wie das Buch hieß? Wie das Buch hieß?
Vermutlich die nackte Wahrheit. Nein, weiß ich nicht. Alles. Ach so, auch gut. Nächste Frage. Alles bla bla, sagte Thomas Doll einst auf einer Pressekonferenz, auf der er sich außerdem noch den Arsch ablachte. Bei welchem Verein der Mann mittlerweile Trainer ist? Bei Persia natürlich. Aber in welchem Land spielen die eigentlich? Ich muss was sagen. Indonesien? Yes! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nicht in die Iran-Falle getappt. Stimmt. Nach der Saison 1999-2000 verlieh Ran den Preis Fuchs des Jahres. Fuchs mit ganz vielen X. Wer ihn erhielt? Klar, Amazon. Aber wer interessierte sich gar nicht für das Scheiß? Ist doch logisch. Stefan Effenberg. Richtig. Bravo. Er interessierte sich gar nicht für das Scheiß X da, um das Zitat zu Ende zu bringen. Schöne Schalte zu Reinhold Beckmann, glaube ich. Ah, jetzt sind wir bei 5-2. Matchball, quasi. Wenn jetzt nicht langsam die Serie A-Spieler der 10er Jahre kommen, habe ich ein Problem. Also. Nächste Frage. Amerikanisch Samoa gewann 2011 nach fast 30 Jahren ein Fußballspiel. Gegen wen hatte es 2001 gar eine 0-31 Niederlage gesetzt? Australien. Yes! Wunderbar! Ich würde fast vom Anschlusstreffer 5-3. Du hast immer noch deinen Matchball. Ich bin jetzt im Bereich, wo es keine Schmach mehr ist. Das ist in Ordnung. Bastian Schweinsteiger. Guter Mann. Beendete 2019 seine Karriere. Danach erschien eine Dokumentation von Till Schweiger und eine Romanbiografie mit dem Titel Einer von euch. Wer hat sie geschrieben? Martin Sutter. Danke dir auch, Niklas. Ja, und wir haben ja, ich habe ein tolles Geschenk versprochen, einen schollen Preis, aber es gibt auch einen, also ich finde fast mindestens so guten zweiten Preis, nämlich eine DVD vom Gespräch mit, könnt ihr mir das mal bitte rübergeben? Gregor Gysi trifft Hans Mayer im deutschen Theater, oder? Gefühlter erster Preis, muss ich sagen. Ja, also von daher vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, was der erste Preis ist. Und dann haben wir noch, oh, hier wird er so in den Raum geschleudert, einen wunderbar gefüllten, wunderbaren, hyperexklusiven Elf-Freunde-Rucksack, den Mega. Du jetzt nach Hamburg zurücktragen kannst. Also der Tausch kann. Steht von meiner Seite aus. Also. Und der ist auch noch mit lauter großartigen Sachen gefüllt, wie zum Beispiel dem Tipptopp. Rekordeheft. Das ist ja irre. Also, gibt es noch was zu lesen, aber du kriegst auch ein Rekordeheft. Also daran soll es nicht scheitern. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal, ballern oder schallern. Herzlichen Dank. Ihr habt es nicht mitgekriegt, aber wir waren hier auch voller Anerkennung für Biermanns Outfit. Ja, Outfit und natürlich das Allgemeinwissen von Ole Zeissler. Das Allgemeinwissen Schaffo. Von Ole Zeissler. Ja, Ole Zeissler, man kennt ihn ja von der Doppelsechs, aber macht auch ganz großartige Dokumentationen, unter anderem sehr zu empfehlen, das nochmal als kleiner Spoiler, seine großartige Jan-Ulrich-Dokumentation, die Ole gemacht hat, ganz wunderbar. Ach, die ist von ihm? Oh, die ist von die Ole Zeissler. Ja, man denkt immer, Ole Zeissler ist nur so ein einfacher Podcaster, aber das ist ein Multitalent, ein absolutes Multitalent. So nämlich. Und DVD, hast du noch einen DVD-Spieler? Ich habe natürlich noch einen DVD. Hat ja eine DVD gekriegt. Ich habe einen DVD-Spieler, ich habe einen Plattenspieler, ich habe so einen Kassettenrekorder, ich habe ein Doppeltape-Deck, liebe Freunde. Diashow gibt es auch noch bei dir. Diashow gibt es auch noch bei mir. Und vor allen Dingen, wenn ich irgendwas aufnehmen will, dann drücke ich auf die Play- und die Rekord-Taste. Das werdet ihr jüngeren Zuschauer nicht mehr kennen, aber die älteren, Jahrgang 70, 72, 66, wissen noch, wovon ich rede. Wir schauen nochmal in die, wie ihr das nennt, in die Kommis. Dort sagen auch die Leute Biermann. Biermann. Biermann hat was Pastorales und ich liebe es. Finde ich schön. DVD-Fragezeichen, warum nicht gleich ein Super-8-Film? Ein Schmalfilm, einen sogenannten Schmalfilm. Ich habe auch noch eine Super-8-Kamera.
Nein, echt? Naja gut, das ist echt ein bisschen mühsam. Du musst das Zeug dann ja irgendwann, 3 Minuten Filme sind das nur. Und es gab früher die gefürchteten Schwenks des Opas oder des Vaters vom Weihnachtsbaum, vom brennenden Weihnachtsbaum hin zur glücklichen Familie und zur streitenden Ehefrau. Also Super 8 Filme gab es, Schmalfilm, Langfilm auch noch. Mein Papa hat einfach immer mit der Videokamera das Meer gefilmt, auch gut. Auch sehr schön. Lange Einstellung. Oder auch gerne mal im Urlaub 20 Minuten die Familie gefilmt, wie sie isst. Die Vernichtung der Würstchen, Teil 1, 2 und 3. Wir gucken nochmal in die Kommis. So. Leute, jetzt mal ehrlich, wer hat solche Kombos? Und ich dachte erst, geiles Lob, aber es ist von Louis Richter, bei uns aus dem Laden. Es gibt keinen, der so wahnsinnig viel kommentiert. Hallo Louis, du musst das nicht machen. Wusstest du, dass sogar Louis' Vater inzwischen im Themenfrühstück kommentiert? Und das finde ich grandios. Liebe Grüße auch an Papa Richter. Ich versuche, meinen Vater auch mal reinzuschleifen. Das ist ja großartig. Der Papa Richter? Ja, Papa Richter. Auch wenn der Sohn zuguckt, der Sohn moderiert mit? Das weiß ich nicht, aber ich schätze mal ja. Das finde ich auch gut. Sehr gut, Louis. An dir ist ein Moderator verloren gegangen. Du solltest es mal im richtigen Fernsehen probieren. So, was muss ich mitbringen, sagt Mycroft Holmes, das ist die Frage. So, pass auf, Biermann hat das Pastorales genau, dann noch mal kein rotes Jackett gefunden. Auch die Frage an Biermann. So. Und hier noch, Biermann ganz Existenzialist, mag ich. Also ich möchte mal sagen, eine Welle der Sympathie schwallt ihm entgegen. Tiziana, wir müssen die Saalwette auflösen. Ja, und wir sind ziemlich, ziemlich enttäuscht. Bam, bam, bam. Wütend und traurig. Ja. Ja, Arschgeigen. Letzte Chance aber noch. Ja. Morgen ist ja wieder um 10.30 Uhr, wie jeden Tag, außer Samstag, Sonntag, das Themenfrühstück. Ja. Und da werden die Kollegen morgen auflösen, ob vielleicht noch jemand sich verirrt hat. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt mit der Nachtschicht hier gleich rausgehen, mit den ganzen Arbeitern, zu den Werkstoren hinaus, und dann ist ein Sticker oben drauf und der hat sich nicht getraut, reinzukommen. Ja. Dann lassen wir das noch gelten. Aber morgen früh gilt nicht mehr und mittags und so weiter auch nicht mehr. Wie gesagt, die Saalwette wäre jetzt gewesen. Wir sind wütend, traurig und enttäuscht, dass keiner von euch Sticker... Ey, wisst ihr was? Jedes beschissene Verkehrsschild, jeden Stromkasten, jeden Zaun in Köpenick und in Marzahn und Moabit und überall könnt ihr vollstickern. Aber unser Firmenschild nicht. Dankeschön. Danke für nichts. Ich hätte Kirschneck gerne nackt gesehen. Nackt gesehen in seinem Auto. Schade. Traurig. Wütend und enttäuscht. Aber wir wollen jetzt die ganze Sendung jetzt auch nicht so bitter und zynisch. So bitter und zynisch. Es war doch grandios. Lass uns gerne noch mal ein bisschen Revue passieren. Was haben wir alles gesehen, Tiziana? Wir hatten ein Familienduell mit der Borussia-Familie. Ja, wir haben 100 Familien gefragt. Ey, Uli Hesse, schaut es euch auch einfach noch mal an, wie Uli Hesse sich freut. Das war nicht gespielt. Das war TV-Gold. Wir werden daraus ein Meme machen, liebe Freunde. So, dann haben wir gesehen, Tobi Ahrens in der Rolle seines Lebens. Paraderolle, auf jeden Fall. Er war bei Elf Live. Es gab keinen neuen Live-Moderator, der penetranter den Leuten die Zeit und das Geld aus der Tasche gezogen hat, als Tobi Ahrens. Christoph Biermann haben wir erlebt, der Existenzialist. Normalerweise hält er solche in diesem Outfit sonst Lesungen ab. Von der Kanzel herunter predigt er zu den Gläubigen. Und jetzt hat er Ole Zeisler und Niklas Levinson in einer Spielshow verjagt. Andreas Bock ist Uber gefahren. Sag mal, ich habe immer gedacht, es hieß Uber oder so. Uber. Aber es heißt Uber. Warum eigentlich nicht Taxi? Hat das nicht gereicht? Ich glaube, wir haben keins gekriegt. Also heutzutage ist ja alles... Ey, ein Taxi nicht gekriegt. Wisst ihr, wer das war? Das war, weil wir jetzt ja noch... Wir sind noch bei RTL. Die wollen uns zwar rausekeln, aber wir sind noch bei RTL. Und bei RTL hast du tierische Schwierigkeiten, das bei den Spesen durchzukriegen. Der Trick ist, liebe Freunde bei RTL, alle, die jetzt bei so RTL-Angestellte, man muss, wenn man eine Taxi-Quittung ersetzt bekommen möchte, muss man einen Transport dahinter schreiben. Kleiner Kniff. Dann meckern die nicht. Hier lernt ihr nämlich noch sonst kriegst du nämlich irgendwie von der Spesenabteilung ne, Taxi, Heimfahrt, das geht nicht. Transport dahinter schreiben. Okay, also wenn wir gleich heimfahren, erstmal Transport. Transport. Gut. Dann sagt man, ich hatte noch eine Kiste dabei mit Werbeartikeln. So. So. Hallo RTL. 2 Monate noch, dann sind wir auch weg, aber bis dahin Taxifahrt. Achso, die Zeit wird eng. Die Zeit ist gleich. Ja. Sollen sie uns rausschmeißen, hat Jörg Dahlmann immer gesagt. Was haben wir jetzt noch? Die Saalwette? Ich zähle jetzt mal von 10 runter. Eine Schweigeminute. Also von 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oh, kann nicht jemand reinkommen? 3, 2, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Saalwette verloren. So, Pustekuchen. Kirschneck zieht die Hose wieder hoch. Da bleibt uns noch zu sagen, bei der nächsten Gameshow erwarten wir dann deutlich mehr. Ja. Erstens eine gewonnene Saalwette. Wir werden dann natürlich auch, was gibt es noch für Game-Shows, die wir diesmal nicht dabei hatten? Geh aufs Ganze mit Jörg Dräger.
Genau, dann hier mit dem Zonk, die Show. Das ist Georgs Ganze, meine Liebe. Das ist Georgs Ganze. Aber wir könnten auch Ruckzuck mit Jochen Brendel. Oder auch Herzblatt. Ich fände es super. Es gibt Potenzial ohne Ende. Dann würde Jens Kirschnick nämlich mit dem Herzblatt-Hubschrauber losfliegen. Das wäre schön. Und die 100.000-Mark-Show mit Ola Kock am Brink. Auch gut. Die Rudi Carell-Show könnten wir noch parodieren. Zwei bei Calvers. Was ist denn Zwei bei Calvers? Das ist so eine Therapieshow. Aber dann machen auch Richter Alexander Holt und Richterin Barbara Salisch sämtliche Reality-Formate und meine absolute Lieblings-Game-Show Vier gegen Willi. Vier gegen Willi, das war Mike Krüger mit dem Hamster, wo die Toten Hosen, das wurde ganz was, pass auf, das war nämlich so, da waren die Toten Hosen dabei und dann war ein Kandidat im Studio eingeladen und dann hatten sie das Haus von dem Typen, hatten sie originalgetreu nachgebaut, Riesenaufwand. Und dann wurde nur gezeigt, wie die Toten Hosen dieses Haus von dem Typen zertrümmern, also natürlich nur den Nachbau des Wohnzimmers. Ja, ja. Und der war so sauer, Verständlich. Oder? Ja, so sauer wie wir, weil die Saalwette nicht zustande gekommen ist. Aber wie gesagt, Philipp, jetzt musst du dich entscheiden. Wählst du Kandidatin 1? Nein, ich wähle den Sendeschluss. Ne? Wie früher. Liebe Freunde, in den 70er, 80er Jahren war es so, wir haben 22.30 Uhr Sendeschluss und ich gucke mal hier, Gleitsicht, 21.46 Uhr ist für uns Sendeschluss. Tiziane, es war mir eine große Freude. Es war mir auch eine große Ehre und nochmal letzte Werbung fürs Heft und morgen 10.30 Uhr, die Kollegen beim Themenfrühstück freuen sich auch, wenn ihr wieder einschaltet und ich würde sagen, vielen Dank. Habt eine geruhsame Nacht, kommt gut durch die Nacht, deshalb sagen ja immer alle bei der Tagesschau. Genau. Und wir sind raus. Guten Abend allerseits. Bis dann.